Bisschen lila. Bisschen blau. Oh, ich glaube, ich habe ein Guess. Bisschen gelb. Ich habe schon, glaube ich, eine Idee. Ich glaube, ich habe es tatsächlich aus der Menge schon einmal gerade gehört, sogar den Skin. Stopp. Wir haben hier einen Zucken, wir haben einen Stopp von NNO. Xerath? Das ist korrekt. Korrekt. Darkstar, Xerath. So. Madeleine, jetzt möchte ich von dir aber einmal für den Flex noch... Ja, ich find's echt schwierig. Kneif doch die Augen einfach mal zusammen. Vielleicht. Das funktioniert nicht. Nee? Du kannst auch, wenn du ganz schnell bist, kannst du einmal nach da hinten rennen und von da spielen. Nee. Würde ich dir zugestehen. Publikumsjoker oder so. Oder so, ja. Gut, wir kommen zu unserem allerletzten Bild, Leute. Unser allerletzter Skin, unser allerletzter Champion. Lass uns reinschauen, um was vielleicht es handelt. Die komplette Eintracht, ja, die ganzen Ultras, ihr dürft jetzt mitraten. Ihr dürft auch laut brüllen von mir aus. Braun und dunkel. Erdig. Hör was? Komm, Ultras, ihr wisst es doch. Die Ultras haben sich gemeldet und? Madeleine. Sag Stopp. Mach dein Ohr auf. Echt? Darius. Sagst du Stopp? Stopp. Stopp und es ist? Darius. Es ist Darius mit dem Dreadnoughts. Und dann geht endlich ein wohlverdienter Punkt, muss man an der Stelle sagen, an die Eintracht. Aber wir sind hier schon, also den Punkt haben wir dir geschenkt, weil es war ein bisschen offensichtlich. Ja. Es steht 5:1 für NNO und damit gewinnt Team NNO, Team Olimi. Ganz großer Applaus! Du hast das gerockt, stark! Herzlichen Glückwunsch! Du hast das richtig gut gemacht, wirklich. Gib's mir gerne einmal wieder. Und ihr? Oh, perfekt. Dieses Match kann einmal runtergehen, wenn es ein Preiskick sind. NNO! Weißt du, was das Krasse ist? Ja. Bei den Eintracht-Fans, das ist offensichtlich, wo die sitzen. A, da. Und B, überall mit den roten Mützen. Aber weil es von NNO ja noch gar keinen Merch gibt, das sind so Sleeper, die sind überall. Wahrscheinlich sitzt bei den Ultras sogar einer drin, hat gesagt, ja, sorry, ich habe meine Eintracht-Kutte heute vergessen. Weißt du, die sind undercover unterwegs, ne? Aber wirklich viel und smart. Menschen und Massen und die haben Bock, auf jeden Fall. Können wir einmal noch mal ganz kurz so einen kleinen Applaus-Test haben? Wir fangen mal an mit der Eintracht, gerade die Ultras jetzt. Einmal für die Eintracht. Ist aber schon sehr einseitig. Ist schon sehr einseitig. Okay. Leute, wie hört sich denn NNO an? Oh. Damn. Damn! Ich weiß ja nicht. Okay. Aber Leute, wir haben einen sehr, sehr wichtigen Punkt heute. Da kommt das Konter. Ich merk's. Ich möchte bitte wieder in meinen Backstage-Bereich. Da fühle ich mich safe und sicher, wohl und warm. Aber mir ist gerade aufgefallen, weißt du, was trotzdem auch verbindet? Egal, ob man NNO ist oder Eintracht-Fan, Musik verbindet. Musik verbindet? Musik verbindet. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt in den wahrscheinlich wichtigsten Punkt des Tages. Ja. Sag gerne, wir haben hier heute das Eintracht-Spandau-Roster. Roster. Der wird geroastet, actually. Das Roster-Reveal, Leute, für euch vorbereitet. Und ich würde einfach sagen, wir lassen jetzt die Stage für euch und für Eintracht-Spandau frei. Ein letzter Applaus, bitte. Vielen Dank, viel Spaß! Feiern die ganze Nacht den Sieg der Eintracht. Auf der Party hört man laut, überall in Spandau. Wir haben Bock auf den Spandauer Bock, wo die Eintracht rockt. Hier sehen wir jedes Spiel und wir haben ein Ziel. Wir holen die Meisterschaft.
so werden Sieger gemacht. Wir spüren die Kraft, ein Riese ist erwacht. Wir feiern die ganze Nacht den Sieg der Eintracht. Also Party hört man laut, überall in Spandau. Wir haben Bock auf Spandau Bock, wo die Eintracht rockt, egal was auch geschieht. Wir singen unser Lied, wo die Harfe kreuzt die Spree, von Berlin aus JPD. Wir spüren die Kraft, ein Riese ist der Wacht. Wir feiern die ganze Nacht den Sieg der Eintracht. Unsere Party hört man laut, überall in Spandau. La, 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 la. Geile Nummer. Nochmal Applaus für Lukas Mückenfett. Danke. Dankeschön. Das, Leute. Ich würde euch ganz gerne begrüßen. Hallo DreamHack. Schön, dass ihr hier seid. Es freut mich. Hi. Hannover, schon mehr! da sind sie, ja. Sehr gut. Ja, es ist soweit. Das erste Jahr Eintracht Spandau E-Sport ist vorbei. Und das neue nächste Jahr steht an. Und bevor ich jetzt hier anfange zu reden, würde ich sagen, um die Vergangenheit mal so ein bisschen schön zu verpacken und uns anzuhören, was so war und auch in die Zukunft zu blicken, würde ich ganz gerne das Wort an unseren geschätzten Präsidenten geben, Herrn Knabe. Dankeschön. Ja. Seid ihr fertig? Das soll ein schöner Moment heute werden. Was ist denn falsch mit euch? Die Asozialen sind wieder da, hä? Ja. Hurra, die Spandauer sind da! Hurra, hurra, die Spandauer sind da! Hurra, hurra! Ja, komm, lass! Er muss auch reden jetzt hier. Ich würde jetzt eine Rede halten wollen! Ah, in der Hüfte jetzt. Gut. Meine Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder, liebe Vereinsmitgliederinnen. Warum kommt jetzt Mucke? Ich will doch einfach nur eine Rede halten, Frau Strobel. Ich hab keine Ahnung. Entschuldigung, mach einfach unsere Auszeiten. Das ist Quatsch. Machen Sie doch jetzt mal die Musik aus. Jetzt ist aus. Das ist, Darf ich jetzt? Doch. So. Meine Damen und Herren. Liebe Vereinsmitglieder, liebe Vereinsmitgliederinnen, sehr geehrte Ultra... Frau Strubbel, warum denn Ultras? Haben Sie ja meine Rede rumgefuscht. Ich hab damit nichts. Nein. Nicht, dass das hier wieder so ein Gamescom-Ding wird. Mm-mm. Ja, wie dem auch sei. Also, wo war ich? Genau, liebe so, Ultras.
Ja, das ist die Sehstärke. So, also, vor etwas mehr als einem Jahr war das alles hier reine Fiktion. Was Sie in dieser Halle sehen, gab es nur in den Köpfen einiger weniger. Wenig verwunderlich war ich es, der auf einer Vereinsvorstandssitzung 2021 die Idee des Einstiegs in den elektronischen Leistungssport einbrachte. Eine Idee, die von vielen, nicht zuletzt aus den eigenen Reihen, belächelt wurde. Was versteht der alte Präsident schon vom E-Sport? Na gut, tatsächlich verstehe ich vieles, was da auf dem Bildschirm abgeht, ja nicht. Ne? Aber es geht ja vielen so, denke ich. Es ist jetzt vielleicht für Sie verwunderlich zu hören, aber für mich ist Flash ein Superheld und Dodge ein Auto. Ne? Ja, ich bin eben von der alten Schule, sage ich immer. Ne? Alte Schule ist ein gutes Stichwort. Outdated bist du. Knabe raus. Was ist das denn? Knabe raus. Lenz, genau. Wer hat denn den hier reingeschickt? Knabe raus. Nichts. Warum darf dieser Penner hier reden? Kevin, mach doch was. Komm, du musst da auch mal weg. Kevin, halt Kevin den rausschicken? Der muss raus. Wir kriegen alle Probleme. Raus aus dieser Veranstaltung. Westfront, Spandau. Gehen Sie raus. Komm, mach. Oh. Mann, hier einmal mit Profis. Erst Kevin, setz dich hin. So, ich habe hier ein bisschen Zettelage. Also, ich bin von der alten Schule, meinte ich. Ne? Aber ist ja auch nicht schlimm. Auch wenn ich manchmal nicht jeden Split-Push verstehe, so verstehe ich dafür, wie man einen Verein aufbaut. Eintracht Spandau E-Sport war vor 13 Monaten nichts weiter als eine Idee. Meine Idee. Und jetzt schauen Sie sich doch mal um. Was macht denn der Lenz da immer noch? Jetzt verziehen Sie sich raus hier. Geh. Oh, dieses Lenz-Arschloch, was hat der hier zu suchen? Mach, Mann. Ja, so, genau. wenn Sie sich heute umschauen, sehen Sie, was aus dieser meiner Idee geworden ist, innerhalb von einem Jahr. Zum wiederholten Male füllt die Eintracht ganze Hallen und beglückt viele tausende Zuschauer vor den Endgeräten und ist aus dem deutschen E-Sport nicht mehr wegzudenken. Über 80.000 Zuschauende schauten bei unserem Finale zu. Das sind mehr Zuschauer, als in der gesamten Hinrunde im Olympiastadion zum Beispiel waren. Ja. Das können Sie so nicht sagen. Ist doch so. Zwar muss ich zugeben, dass ich, und jetzt mal kurz hergehört, dass ich mit Teilen der Fanszene nicht immer in der Vergangenheit einer Meinung war. Gut. Dennoch ist es beeindruckend, was manche Anhänger und Anhängerinnen auf sich nehmen, um den Verein zu unterstützen. Die Fankultur der Eintracht ist einzigartig im Deutschen. Und wahrscheinlich auch. Macht Amerika auch E-Sport? Ja, ein bisschen, wahrscheinlich auch im globalen E-Sport. Vielen Dank. So. Und wo wir das auch gerade wieder mal sehen und hören, ich möchte hier einmal eine Lanze brechen, denn. Sie verstehen das vielleicht nicht, aber wenn ein kleiner Text nur auf Social Media oder in dem Community-Discord der Eintracht bei den Spielern landet mit aufmunternden Worten, dann ist das für Sie vielleicht ein kleiner Aufwand, wo Sie sich denken, ach, na gut, ja, mache ich vielleicht mal. Aber in Summe für die Spieler ist das etwas, was es nirgendwo anders auf der ganzen Welt gibt.
Bitte machen Sie weiter so, auch bei unseren neuen Spielern. Vielen Dank. So, ja, vielen Dank. Doch auch außerhalb der einzigartigen Fankultur der Eintracht in ihrem ersten Jahr hat diese Dinge gemacht, die sich alteingesessene, diese progressiven E-Sport-Orgas, da träumen die von. Kevin war zum Beispiel in Südkorea und hat hier Wimpel getauscht mit Taiwan. Das sind die mit Faker. Und wir haben so einen tollen Bus gebaut. Also, zugegebenermaßen, jetzt nicht finanziell betrachtet, meine beste Entscheidung, aber schauen Sie sich das Prachtstück doch mal an. Dafür kriegt jetzt Kevin halt ein bisschen weniger hier halt. So. Ich habe jetzt eh nicht so viel bekommen, wenn überhaupt. Ja, ja, genau. Also. Und dann war da noch das internationale Freundschaftsspiel mit Carmen Korb. Also mit Carmen. Also dem Franzosen halt. Wo die ja nicht mal angetreten sind. Haha, 3 Punkte mitgenommen, wa? Ja. Ja, zwar hat es für den Pokal im ersten Jahr nicht gereicht. Und da möchte ich auch nochmal was Wichtiges ansprechen und loswerden. Liebe Prime League, falls Sie zuschauen, wenn man Spieler ist und man gewinnt und man bringt großartige Leistungen, dann braucht man doch einen Pokal, aus dem man auch dann mal trinken kann. Und nicht so ein Award. Spieler wollen doch kein Award, den man sonst wohin stecken kann. Also ich will nicht schon wieder diese analen Andeutungen machen. Ja, nee, aber haben Sie recht, haben Sie recht. Also kümmern Sie sich doch bitte mal um den ordentlichen Pokal. Naja. Also für den hat es leider noch nicht ganz gereicht, aber was er nicht ist, kann noch werden. Dafür hat die Eintracht 2 von diesen Effis gewonnen. Ich kenne die nicht, aber trinken kann man daraus auch nicht. Aber mein Team hat sich sehr darüber gefreut und dann als Präsident freue ich mich natürlich mit. Gut. Ansonsten, jetzt genug der alten Geschichten. Wir sind hier, um auf das Neue, das Kommende zu blicken. Wir sind hier, um eine neue Ära in der Geschichte der Eintracht einzuleiten. Die 5 Spieler der vergangenen Saison werden, und das will ich hier noch mal ganz deutlich sagen, für immer Spandauer Legenden bleiben. Was diese Jungs im Laufe des letzten Jahres geleistet haben, unter welchem Druck sie standen und was sie sich zu jeder Zeit für den Verein, für die Fans, was sie aufgeopfert haben, das ist einfach nur beeindruckend. Gerne einen letzten Applaus für die Spandauer Legenden. Doch auch, wenn wir versuchen, vieles anders zu machen, so musste auch die Eintracht in dieser Winterpause einsehen, dass einige Dinge, gerade auch im deutschen E-Sport, nicht immer zu beeinflussen und zu planen sind. Auch wenn sich unsere Wege an dieser Stelle trennen, so bleibt es zu vermerken, dass die Jungs alles feine Kerle sind. Nicht zuletzt daran zu sehen, keiner von denen ist zu Bicke gegangen. So, bevor die sportliche Leitung nun gleich mit der Vorstellung unserer neuen Spieler beginnt, ich bin schon ganz aufgeregt, möchte ich Ihnen allen noch etwas mitgeben. Wer auch immer glaubt, die Eintracht-Spandauer Geschichte hat sich schon auserzählt. Der hat sich richtig geschnitten.
wir kommen gerade aus einem Creative Workshop und haben das ganze nächste Jahr geplant. Es warten auf uns viele neue Rekorde, neue Titel, neue Meilensteine. Wir haben das Team hinter dem Team fast verdoppelt. Und wir haben nun ein Roster auf die Beine gestellt, was mit um den Europapokal kämpfen wird. Europapokal. Super. Ja, und wer weiß, vielleicht kaufen wir in diesem Jahr sogar ein Flugzeug. Auf gar keinen Fall. Schön, Jet. Nein. Ja, dann nicht. Nee. 2023 wird einzigartig im deutschen E-Sport sein. Zuerst putzen wir gleich NNO weg, dann putzen wir die Liga und dann kommt, dann geht's nach Europa. Und ein letztes noch. Ich werde das Amt des Präsidenten nicht ruhen lassen, solange wir nicht den ersten Pokal gewinnen. Und daraus werde ich saufen, literweise. So lange werde ich Präsident bleiben. Schon mal ein. Ja, aber wieder schön mit Ihnen. So, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön für diese ergreifenden Worte, Herr Präsident. Vielen Dank. Danke, ja. Ja. Auch auf. Kevin, du kannst gerne aufstehen, ja, wenn du möchtest. Möchtest du? Ja, klar. Ja, wo stehen wir denn? Die sind ja alle jetzt hier aus einem bestimmten Grund. Und ich hoffe, du weißt es auch. Was machst du denn da? Ja, wo stehen wir? Stehen wir hier? Wollen wir hier stehen? Ja, ja, ich stehe jetzt einfach. Ach, hier kann ich mich auch hinstellen. Ja, ja. Da kann ich mich. Ja, ist das gut? Okay. Anlehnen. Ja, der Zeitpunkt ist gekommen, Kevin. Ja. Weil es wurden ja viele Gerüchte verbreitet. Ne? Andere Teams haben ihre Spieler schon längst vorgestellt. Naja. Aber das Beste kommt zum Schluss, oder Kevin? Das ist sicherlich eins der Sachen, die zählt, ja. Aber was ja auch in den letzten Wochen ja viel passiert ist, muss ich ja sagen, viel Zeit investiert. Die Kappe, die habe ich jetzt ja mal fertig gemacht, die ist ja sehr gut geworden, ne? Und ich hoffe, ihr habt auch schon ein oder zwei Stück gekauft, ne? Das wäre wichtig. Ja, danke. Wir sind dir so dankbar und ja. Du kannst so stolz auf dich sein, wegen dieser Kappe. Wir müssen nochmal eine neue Charge organisieren, diesen Ausverkauf. Ach so? Ja, ja, da muss ich nochmal rein in die Spiele, ne? Okay, aber genug der Kappe, Kevin. Es soll ja um die Spieler gehen und ich würde ganz gerne von dir wissen, so ohne um jetzt irgendwie groß was zu verraten, wie zufrieden bist du denn? Ja, mega zufrieden, ne? Bin praktisch ultra, also ultramäßig stolz drauf, ne? Also, dass wir, was wir jetzt mit dem Trainerstab in den letzten Monaten da wirklich so ein bisschen gefachsimpelt haben und all sowas, ne? Also, das wird ganz neues, also Level, das wird insane. Also, meinst du, das gibt einen ersten Pokal vielleicht sogar? Ja, also ich sag mal so, wir schauen uns gleich mal die Jungs an, ne? Okay. Und dann, also die sind 100% dabei, die brennen für Spandau, mhm. Ja? Und die werden in der Kluft halt alles geben und dann schauen wir uns das mal an, ne? Also. Okay, dann habt ihr es gehört, die sportliche Leitung ist mehr als zufrieden und ich würde sagen, dann schauen wir uns an, was das neue Roster so zu bieten hat und ja. Starten die neue Ära in der Geschichte Spandaus, oder? Gut, dann... Hallo Eintracht Spandau. Pride und Schnappi sind back on track. Here is real. Das ist unser Top-Laner, unser alter neuer Top-Laner, Pride. Woo! Hallo. Hallo. Mega. Krasser Auftritt auf jeden Fall. Aber es ist schön, dich wieder hier zu haben. Danke. Hey, Spandau, habt ihr mich vermisst? Ja, ist ja...
Sag mal, hast du eigentlich jetzt für nächste Season schon so neue Ziele? Willst du irgendwie, ich weiß auch nicht, die meisten Solo-Bolos machen oder sowas? Also ich muss zugeben, die neuen Toplaner der Prime League, die sind sehr stark und ach Quatsch, Kevin, die sind scheiße. Ich snack die zum Frühstück. Ich hol mir nicht nur beide MVP-Titel, sondern auch noch den Europapokal. Jawohl, ja geil. Ja. Das ist ein Mann mit Ambition. Lieber Breit, ich hätte noch eine Frage, bevor Sie gehen. Ja. Sie sind ja so stürmisch, ne? Heute haben Sie ja diesen Betrüger Tolkien bei sich auf der Lane. Was werden Sie mit dem anstellen, möchte ich wissen. Das werden einige Solo-Bolos. Also ich kann nicht viel mehr sagen. Was ist das? Das will ich jetzt... Ja, Applaus für Pride! Jawohl! Gut. Dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten, weil da freut sich unser Content-Team schon besonders drauf. Und wir haben nämlich im Dschungel der verfügbaren Spieler nach einem Juwel für uns gesucht und haben ihn gefunden. Film ab. Wollen wir ihn zeigen? Oh. Hallo, Mr. Zanzara, ne? Hallo. Hallo, hallo, hallo. Guten Tag, ne? Du bist ja echt schon krass unterwegs in der LEC. So, you are in the LEC, right? Yes, was. I was for a bit, but it's time. Time for Superior League, you know? So, I just wanna win something, you know? Yeah, that's right. Also, er sagt, ne, LEC, komm weg mit den kommerziellen Bums, ne? Er sagt, ja, wir wollen gewinnen, ne? Und will sicherlich auch zum Europapokal, ne? Ja, Europapokal, 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 Europapokal. Ja, mega. Ja, nice. Ich find's schön, ihr habt euch gefunden offensichtlich. Ja, very nice, yes. Dankeschön. Danke, danke. Thank you. Ja. Gut, dann haben wir die Topside der Map abgehakt. Ja. Aber wer ist denn in der Mitte, Kevin? Wollen wir da mal schauen, wer da in der Mitte stehen wird? Let's go. Da bin ich ja. Hello everyone, I miss you all! Er hat gesagt, ja, hat die alle... Ist, das haben wir, glaube ich, alle verstanden, dass er sie... Von uns, da, aber danke, Kevin, danke. Well, everyone, it's great to be back. We have some business to be finished. We didn't reach it last year, but this year we will make it very big. Oh, danke schön. Danke. Gut. Oh. Ja, hau weg den Ball. Ja, es müssen wir nachher dann abschreiben von... Oder gibt in den, naja, egal. Ja, aber wie ich sehe, wir haben jetzt da schon 3 zu stehen. Würde ich sagen, fehlen nur noch 2 insgesamt, oder? Ne? Ja. Ja, ja, gut. Ja, genau. Gut, ich muss jetzt an dieser Stelle, muss ich jemanden ganz Besonderen vorstellen. Denn ich habe mir aufgeschrieben, er hat in allen EU-Top-Ligen gespielt und ist jetzt bereit, die Prime League zu gewinnen. Ja. Unser neuer ADC. Ja. Unser neuer ADC. So, bitte. Der muss weg. Nee, Entschuldigung. Der ist damals schon in Rente gegangen bei mir. Tut mir leid, da muss ein Missverständnis hinter der Bühne passiert sein. Weil ich.
Ja, ist halt auch ein alter Mann. Ne? Ist ja nicht mehr ganz auf der Höhe. Nee, da ist jetzt auch, da wird eh bald verputzt. Ja. Aber wer auf der Höhe ist, ist unser neuer ADC. So, so jetzt aber. Film ab! Ha. Hallo, I'm Conquered Frogs, and Prime League won't be any different. Here, it's real. Hi. What is up, Hannover? Hey! Ja, hallo, hello, Mr. Smiley, ja, du bist ja schon ziemlich krass, ne? You are seemingly krass, right? Sie haben ja auch schon in Spanien gespielt und in Frankreich, also in Spain und in France, richtig? Und now you play Prime League, yes? Yeah, so I've been in Spain, I've been in France, I've been in UK, but I've never quite seen something like Eintracht Spandau, so, thank you, Will. Ich habe natürlich auch noch eine Frage, weil ich nämlich ganz gerne wissen will, gegen welchen Gegner er am liebsten spielen möchte in der Prime League. Is there any Prime League you want to beat? Of course, we're going to beat every single team, but there's one team I have on my mind, and it's Berlin International Gaming. Oh! Fucking demolish them! Very good. Ich glaube, da brauche ich nicht übersetzen, oder? Nee, jetzt kommt das. sehr gut. Ja, Dankeschön. Nice. Nochmal Applaus. Wundervoll. Wir sind auch schon fast vollzählig. Jeder Topf braucht ja einen Deckel. Ja. Und was wäre ein ADC ohne Support? Richtig. Genau. Sehr ja. gut. Ja, ja, dann würde ich sagen, zeigen wir, wer unser neuer Support ist, oder Kevin? Abfahrt. Ja, los, zeig mal. Und los. Du hast es geschafft. Du bist bei Eintracht Spandau. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Schön, hier, dass du hier bist. Wundervoll. Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Besonders dem Team hinter dem Team, die das erst möglich gemacht haben. Ich bin ja schon seit der Grundschule ein riesen Eintracht-Fan und freue mich einfach nur hier zu sein. Ja. Wer nicht. Du hast mir aber Jugendarbeit, ne? Ja. Du bist ja auch mal öfters in der Eintracht Spandau Fanmeile gewesen, ne? Ja. Ich schon mal öfter gesehen. Und was du mir erzählt hast, du hast doch früher Bettwäsche schon mal gehabt, ne? Von uns. Natürlich, die darf nie fehlen. Und außerdem, ja. Hast du noch Merch für mich da? Ja, also, klar, Merch kriegst du noch. Und komm hier, nimm es direkt die Kappe. Da, ein bisschen groß für dich, ne? Aber ja, klasse. Sehr gut. Dankeschön. Noch einmal Applaus. Geil. Ja. Jetzt stehen da fünf. Willst du nochmal nachzählen, ob da fünf stehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Geil, oder? Nochmal einen großen Applaus für das ganze neue Team. Ja, das Roster ist komplett. Das ist Eintracht 2023. Sehr gut. Eintracht. Sehr gut. So. Und dann? So, also ich sag mal so, wir haben ja jetzt ein paar neue Gesichter auch mit dabei, aber ist ja jetzt gar kein Problem. Ja. Jo, ihr seid ja dabei, wa? Ihr habt Bock. Aber deswegen sage ich, wir haben ja auch gleich auf der anderen Seite noch so ein Piepmatz-Team, verstehst du? NLO-Rentner, naja, aber hört mir doch auf. So, auf jeden Fall, die machen die mal ordentlich lang, ne? Habt ihr Bock, die mal ordentlich immer? Ja, ne? Ja. Habt ihr Bock auf das Match? Ja, auf das Showmatch? Ja, nicht, oder was? Wollt ihr nach Hause fahren? Jawohl! Ja. So. Aber jetzt fehlt nur noch eine Sache. Die Hymne, oder? Das ist schon hier, ne? So. Ich glaube, ihr wisst, was kommt, oder? Ihr habt den Text gelernt. Der steht hier, ihr könnt gleich mitsingen, versteht ihr? Wenn ihr nicht hier, ich glaube, ihr seid ein bisschen leise, aber... Are you ready?
Westen von Berlin. Kurz vor Brandenburg, da gibt's ne schöne Stadt und viel Wasser fließt hindurch. Viele Menschen wohnen hier schon ihr ganzes Leben. Von Klado bis zum Stift kennt jeder fast jeden. Und jetzt, wo die Havelkreuz sich prägt, von Berlin aus JWD, wo die Zitadelle rockt und die Altstadt uns rockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Und nochmal! Wo die Havelkreuz sich prägt, schön gespielt. Ganz klasse. Aber mir. Kutscher-Merch. Wo ist denn O-Merch? Ja, auf jeden Fall geht mir euer Verrat auf den Sack, vor allem vom Präsidenten. Ich wurde wieder nicht für dieses Line-Up in Betracht gezogen. Ja, weil sie zu schlecht sind. Und das werde ich jetzt beweisen. Ja. Das will ich mal sehen. Ich habe nämlich Sie beweisen. Ich habe jemanden mitgebracht und wir werden die Eintracht zerstören. Sind ja aus. Sind ja doch aus, die Verräterschwein. Oh! Kani, komm! Die sind auch da. Das sieht ja super. Ja, klasse. Hast du schon NNO-Skandal.de gesehen? Ja, NNO-Skandal. Aufgedeckt von Eintracht Spandau. Jetzt schauen wir mal, was der Herr Präsident zu sagen hat. In den letzten Wochen und Monaten hat sich ein Parasit in die deutsche League of Legends-Szene eingeschlichen. NNO. Lügenpresse. Ich meine, es sieht ein Blinder mit Krückstock, dass das alles Quatsch ist und nur aus Verzweiflung passiert. NNO kauft Zuschauerbots für die Ligaspiele. Deswegen hat Fred immer so viele Zuschauer. Ach du Scheiße. Ich hab dann auch nie anders kommuniziert. Und schmecken tut's auch nicht. Also das ist aber die Das ist echt disgusting, seine Flammkuchen. Das ist crazy. NNO Agorin ist gar nicht Rang 1. Ja, scheiße, ne? Da wurde ich erwischt. Agorin bewirbt sich bei der Eintracht. Agorin versucht, NNO-Spot zu veräußern. Alter, ich bin einfach höchstkriminell. Das haben wir letzte Woche wirklich probiert. Tolkien hat Herr der Ringe gar nicht geschrieben. Was? Tolkien? Ich dachte, ich hatte wenigstens einen Verbündeten in NNO. Das ist ziemlich wahr, ne? Das ist bewiesen. Aber man muss auch sagen, wir arbeiten mit Daniel strikt an diesem Problem.
immense Anstrengung diverser Cybercrime-Spezialisten konnten keine Informationen. Schade, dass alles aufgeflogen ist, aber naja, it happens. Haben die das Zeug her? Wie tief ist diese Spirale der Korruption in unserem eigenen Team? Und deswegen wird unser neues Team auf der DreamHack ihn mal so richtig den Arsch versohlen. Sie sind fertig! Hallo Hannover! Auch von uns ein herzliches Hallo hier aus der Prime League Analyse-Ecke für das Showmatch zwischen Eintracht Spandau und NNO. An meiner Seite steht heute Basti. Schön, dass du da bist. Und noch Alarius am Start. Ich hoffe, euch geht's gut. Vielen lieben Dank, Fixabas. Ich bin absolut gehypt auf das Showmatch. Für mich ist es das Spiel des Jahres, ganz ehrlich. Ich bin so gehypt. Also es wird massiv, was wir hier sehen werden. Es ist ein historischer Clash. Und ich könnte nicht glücklicher sein, dass ich hier mit dir stehen darf und auch mit Basti. Ein, zwei Fans haben wir tatsächlich im Publikum auch schon gesehen. Sowohl NNO als auch Eintracht Spandau sind hier fantastisch vertreten. Und ich bin ganz ehrlich, das ist so ein bisschen das Match, was wir uns eigentlich das ganze Jahr schon gewünscht haben. Ein Match, wo wir vor allem im Supercup drauf geguckt haben und gesagt haben, oh, bitte, bitte gleiche Gruppe. Und wenn gleiche Gruppe, dann wenigstens im Achtelfinale. Aber es ist nicht passiert und wir haben uns gedacht, hey, wir scheuen keine Kosten und Mühen und packen uns diese beiden Teams einfach hier auf der DreamHack Hannover auf die Stage, laden super viele Fans ein und dann, ja, dann haben wir hier einfach einen absoluten Banger, Basti. Ich bin absolut geil. Ich meine, ich durfte ja Noni Dorga schon das ganze Jahr über begleiten und dementsprechend bin ich auch so ein kleines bisschen biased in ihre wirklich? Richtung. Ja, ich meine, Jan Bröki, sind wir ehrlich, ja. Denn, also, wenn sie ihren Nexus nicht beschützen, also Spandau wird Tolkien den Backdoor, das ist eine klare Geschichte für mich. Bei dir, Alani, wie sieht's da aus? Boah, ich bin mir gar nicht so sicher. Also ich glaube, wir sehen auf jeden Fall drei Games. Aber ich muss sagen, am Ende ist es für mich, glaube ich, die Professionalität, die Routine, die das neue Roster von Eintracht Spandau hat, die da am Ende sich durchsetzen wird. Man spricht ja nicht umsonst vom Rentnerteam. Ja, aber wie stark ist denn das neue Eintracht Spandau Lineup? Also was können wir von denen erwarten? Wir haben ja keine Ahnung. Ich glaube, wir können richtig viel von denen erwarten. Für mich ist das wahrscheinlich ein Top-2-Roster. Die Verstärkungen, die man mitgenommen hat, sind enorm. Sansara, der kommt aus der LEC, hat bei Misfits Gaming gespielt. Dann natürlich müssen wir drüber reden über die neue Botlane. Smiley, der kam aus der LFL. Wir haben es schon gehört, gerade beim Roster, wo das announced wurde. Der war in Frankreich, der war in Spanien, der war in England. Und endlich ist er in der besten Liga Europas. Und dann natürlich noch Lilip, der zuvor bei Schalke 04 ja Vizemeister geworden ist. Die haben richtig das nötige bisschen extra. Um die So, jetzt mal Schluss hier. Prime League. Hallo? Herr Knabe. Knabe rein. Guten Tag. Sehr ja, gut. Ich bin ja, sofort ja. Sympathisch. Leute, das hat ein bisschen gedauert. Das ist Technik. Technik beherrsche ich aber tatsächlich. Ja, bin da einer der besten. Schöne Rede. Dankeschön, danke. Das klang fantastisch. Herr Markov. Könnt ihr den Kopfhörer aufsetzen? Große aber Ehre. Großer Tipp auch, einohrig. Oh, das erkläre ich Ihnen. Nee, ist schon an tatsächlich. Große Ehre, Sie wieder als deutschen Top-Kommentator richtig. Hier bei der Meile begrüßen zu dürfen. Ja, ich bin auch sehr, sehr aufgeregt. Größere sehr Ehre kann uns ja auch gar nicht widerfahren eigentlich. Es ist ja auch das beste Team. Meine Kinder schauen Sie auch. Oh, meine auch. Ja. Also nicht die ganze Zeit tatsächlich, aber um diese Uhrzeit haut es mehr oder weniger hin. Klasse. Ja, dann Grüße sehr. An die Kids. Ne? Ja, die Wie heißen auch alle die denn? Ja, die heißen, die Kleinste ist Malou. Malou. Die kann noch gar nicht so richtig gucken, die Range noch eingeschränkt, aber Ben und Mio gucken Klasse. Die ganze Zeit. Das ist ja. Schön, das finde ich. Und ich habe auch das beste Trikot bekommen. Oh, von Breit, ja. Ja. Toller Auftritt, oder? Oh, von Mann. Der wird Sportler. Tolki, der wird Tolki nehmen und einfach in den Boden rammen. Ja. Anders geht's gar nicht. Oder zusammenpacken in so ein Paket und ja. Dann ab nach Timbuktu. Ah, oh, weg mit ihm. Ja. Na, wir brauchen, das brauchen wir ein bisschen tatsächlich. So. Wir müssen ja noch ein Stück weit warten auf die Technik. Ja, ja, ja. Ja. Sie wissen ja, wie es ist. Technik ist einfach super, super brutal. Das hier, ich weiß nicht, ob ich das hier überhaupt zeigen darf. Nee, das so ist ja unrelevant. Ist. Ja. Ist ja unrelevant. Ja, so ein bisschen möchte ich es zeigen. Wir machen, ja, mal, wir machen mal ohne Ton. Ja. Weil sonst halten wir das ja nicht aus. Das ist doch dieser Scharlatan. Ah, oh, das ist halt... Haben so. Sie das, die Steuerung 1 Recherche gesehen? Ja, und es war... Das ist war doch ein widerlicher Mensch. Es ist wirklich... Also, man muss dazu ein Familienrezept. Ja. Das ist doch Tradition. Normalerweise ja. Ich habe aber auch tatsächlich also wirklich Angst vor ihm, weil seine Oberarme... Also, man hat ja den Wurf gesehen. Ja, gucken Sie sich allein mit diesem Blick an. Das ja. Ist doch das pure Böse. Und wenn er rennt...
Ja, haben also Sie das nicht gebrochen? Und dann wirft er da die Frisbees. Machen Sie das weg. Oh, das ist eklig. Ich mach's wirklich weg. So, bah. Na, wir müssen jetzt tatsächlich noch ein bisschen warten, bis wir den Clean Feed, den sauber Essen geschenkt bekommen. Na, und den quasi nutzen. Bisher ist der sehr, sehr dirty, sag mal. Guck mal, bah. Da können wir gar nicht reingucken. Nee, ach so, ich verstehe. Da läuft dann... Ja, ja, wir sind ja wieder nur die B-Übertragung. Ja, es ist einfach schlimm. Weil die kriegen doch die ganzen Fernsehgelder. Ja. Und unser Eins muss hier auf einer Messe hier draußen. Richtig. Hier ist auch gar... Doch, hier ist Security, glaube ich. Security ist ja Gott sei Dank. Sie sind ja auch nur am Kloppen tatsächlich. Ja, ja. Diese ganzen dreckigen NNO-Fans. Ja. Die da sind... Ja. NNO hat ja Fans. Ja, das ist eklig. Das ist doch traurig. Die sind auch laut. Die Medienmanipulation, wie sie greift. Ja, vor allen Dingen... Die Meinungsmache von diesem kriminellen, asozialen Verein. Haben Sie das Quiz davor gesehen? Nee. Komplette Schiebung. Da wurde den NNO-Spielern alles zugesteckt. Wirklich? Wirklich. Die hatten hier eine Show? Ja, die haben davor Quizzes gemacht. Unser Event. Hier, der ist top. Ja, zeigen Sie den. Der ist gut. Den mag ich. Guck mal, wir können uns auch ein bisschen größer machen. Das ist auch nicht schlecht. Ne? Aber so... Wissen Sie, wo der vorher gespielt hat? Nein. In der LE und C. In der LE und C. Das ist diese Superliga. Richtig. Aber Geld ist eben nicht alles. Schalten Sie um, ich mach das. Oh, das ist eklig. Ich kann das auch nur kurz immer noch sehen. Ich hoffe ja auf... Jetzt ist das da. Was ist da? Das brauchen wir. Ja? Das ist was Gutes. Aber es ist nicht live. Das ist komisch. Ich krieg mal hier drauf. Oh, ja. Sie sind aber schlau. Ja. Haben Sie da schon mal gearbeitet? Entschuldigung. Oh, Prost. Danke. Das steht da. Wir haben noch mehr Wasser tatsächlich. So. Diesen? Aber wir haben ja tatsächlich... Was sind Ihre Meinung zu unserem Ort? Sie sind doch Star. Ich bin tatsächlich absolut gebildet in dem Bereich. Ich finde es sehr gut, dass man beides mischt. Na, man nimmt hier Pride als den super Anker, der natürlich jetzt schon länger dabei MVP ist. MVP Springsplit. Auch noch. Das muss man ja erstmal schaffen. So. Na, das ist ja nicht leicht. Vizemeister in seinem ersten Split. Haben Sie die Muckis gesehen? Der kann, der Engländer würde sagen, he can do both. Both? He can physically be strong. Oh, that's good. And in the video game also. Also strong in the video game. Yes. Das ist gar nicht so leicht tatsächlich. Und mental. Ja, mental. Und der motiviert auch Mitspielende. Das ist auch gut. Sport zu machen, sich gut zu ernähren. Nein. Der ist ein richtiger Leader auch. Das, was ich aus erster Hand sagen kann, aus der sportlichen Sicht. Ich habe mit dem Volleyball gespielt. Beachvolleyball. Ja, hat er erzählt. Boah, aber die sind ja auch nicht schlecht. Ich bin auch ganz gut. Ich bin auch groß. Fand ich ja ganz spannend mal zu hören. Ja, war auch kalt dann irgendwann. Hab noch zweimal gespielt. Aber Sie machen doch Sport. Ich mach Sport, aber es gibt ja Sport und dann gibt's Kraftsport. Und sobald ein Ball ins Spiel kommt, dann werde ich... Ah, da werde ich aber auch schnell. Ah, verstehe. Und gefährlich. Ja, aber wie finden Sie denn das Team? Das Team finde ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich habe ja angefangen. Ja, ja, entschuldigen Sie. Quatschen Sie oder ja, ja, auf einmal reden Sie über Volleyball. Ja, ist schlimm. Ja, auf jeden Fall Pride-Maschine. Ich freue mich auf die, auf Special freue ich mich auch sehr. Na, man muss ja dazu sagen. Hat sich sagen, auch in Summer Split sehr gemacht, als sehr konstant entwickelt. Muss ich machen. Spring Split sehr hin und her mal. Ja, gute Games, her, schlechte Games. Summer Split, auch wenn wir overall, wie der Engländer sagt, natürlich nicht so erfolgreich waren wie im Spring Split. Er war sehr konstant, ja, muss man sagen. Das stimmt. Es wird auf jeden Fall nicht leicht. Der hat gar nicht Herr der Ringe geschrieben, dieser Fatzke. Das einzig Tolle ist sein Pullover. Ja, aber den Rest kannst du dir nicht geben. Ja, der ist schon nicht schlecht. Wie gut. Die haben ja nicht mal eine Organisation. Das ist überhaupt rechtlich gar nicht aber erlaubt. Aber der Name sagt ja, dass sie keine haben. Ja, und dann macht es das... Also, wo ist denn das deutsche Recht? Wo ist denn der Rechtsstaat, wenn man ihn braucht? Das ist richtig. Ich weiß auch gar nicht, wie das so eine Schweinerei. Ich meine, indirekt wird es ja hier auch unterstützt. Naja, das ist ein bisschen seltsam. Ich freue mich außerdem auf Lilip. Lilips Puls wirkt auf jeden Fall deutlich gesenkter. Na, mir wurden viel erzählt, große Aufregung dabei. Aber er ist ja auch noch ganz jung. Er ist super jung. Der ist ja, der haben wir ja Jugendarbeit betrieben von der Akademie. Ich bin ja kurz davor, ihn zu stillen. Der kommt, ja. Ja, was geht? Ja, sie haben ja Kinder. Richtig. Na, aber das Ding ist, also bei ihm, auf ihn freue ich mich tatsächlich sehr, weil es natürlich so ein bisschen auch Debüt ist. Na, und dann auch direkt auf der Dreamhack. Na, das ist schon sehr, sehr hart. Das lass mal, wie die auch aussehen. Guck mal, die haben nicht mal Trikots. Das ist... Und er, dieses Verräterschwein, Brückmann, der hier auf diesem Channel, ich habe ihn ja geliebt, muss ich sagen, der war wie ein Sohn für mich. Das glaube ich. Jetzt erdreistet er sich da im Eintracht Spandau hier Zipper-Pullover zu stehen. Und dort noch jetzt zu spielen dagegen. Ja, und zu sagen, dass er uns doof findet. Es ist schlimm. Also ich weiß auch gar nicht, wie er durch die Security durchkam.
Ja, in dem Dings. Ah, ist ja stimmt. Undercover. Ja, da muss man, da muss man tatsächlich nochmal noch belehren. Hier, schauen Sie sich die strahlende Lächeln an. Ja, der ist wirklich. Smiley auch. Der Smiley sagt ja alles schon. Soll ich Ihnen eine Geschichte erzählen? Ja, bitte. Wir sind ja dazu Da packen Sie sich weg, Herr Marco. Ich höre zu. Ich bin gestern in meiner Suite im Hotelzimmer. Mhm. Und will dann runter zum Abendbrot. Das ist richtig. Es gibt den Bock im Hotel. Der heißt auch Bock. Das Restaurant heißt Bock. Nein. Die haben eine Kette jetzt anscheinend. Oh, what? So, und ich gehe aus meinem Hotelzimmer und gehe den Gang entlang zur Tür zu den Fahrstühlen. Ja. Und mir entgegen kommt ein junger Mann, sehr gut aussehend, sehr schick, angezogen, so Business, Casual. Das ist gut. Und geht mir entgegen. Aber ich war das letzte Zimmer, da ist Dead End. Und ich habe mich gewundert, was der junge Mann plant. Naja, dann habe ich mir gedacht, ach, dem wird gleich auffallen, dass da Dead End ist und der will bestimmt auch runter. Also flitze ich schon mal ein bisschen los zum Fahrstuhl. Das ist eine gute Entscheidung. Weil der Fahrstuhl ist nur ein Quadratmeter groß. Oh, das ist ein Fahrstuhl. Ich schlüpfe also in den Fahrstuhl. Ja. Aber der junge Mann hat es noch geschafft. Oh, er ist gerannt. Rein. Und dann standen wir ungefähr so. Auch so seitlich? Ja, ja. Und sehr ich trage ja immer Maske. Oh, das ist richtig. Wegen den Bazillen. Ja, die sind überall, wahr. Und, ja. Also auch Bazillen. Und er schaut mich an. Und die Tür schließt und da gibt es so diese 1-2 Sekunden, die unangenehm waren. Die Fahrstuhl-Weirdness. Und dann spricht dieser Mensch mich auf Englisch an. Nein. Er sagte, wait, aren't you Bricks? Und ich war... No. Bricks? Ja. Und dann, er wirkte aber sehr irritiert. Okay. Und auch verunsichert. Ich wollte ihm helfen. Dann sagte er, but no, you are Kevin, right? And ich habe dann meine Maske runtergezogen, um zu zeigen, ich bin nicht diese Person, die er meint. Sehr gut. Wie und das hat ihn bestärkt. Er holte auf einmal aus und meinte, oh no, you are hand of blood. Ah, jetzt hat er getroffen. Und fast. Ich dann wäre, nein. Nein. Und dann erkannte ich ihn aber von den Pressebildern, das war Smiley. Und ich habe mich kaputt gelacht. Ne? Oh, wie kann man denn den Präsidenten von Eintracht Spandau dreimal verwechseln? Das ist halt tatsächlich schrecklich. Als Erstbegegnung mit dem Präsidenten. Das war ihm natürlich unsäglich peinlich. Ja. Gab's da ein Meeting? Nö, ich habe ihm auf die Schulter geklopft, habe gesagt, welcome, my friend. Sehr gut. Und dann war der Drops gelutscht. Dann hatten wir einen schönen Abend. Ja. Ich hatte Käsespätzle im Bock. Nicht schlecht. Die waren aber nicht so gut. Warum nicht? Sehr milchig. Oh, das freut dich. Naja, aber das war natürlich eine fantastische Erstbegegnung. Hatte ich auch noch nie. Im kleinsten Fahrstuhl der Welt. Noch nie. Das war so beschissen. Aber das ist doch schön. Naja, ein beschissener Start und jetzt können wir natürlich da gut nach oben wandern. Das war so scheiße. Wir standen so. Ja, aber das ist ja schön. Aren't you Briggs? Naja, anyway. Ich weiß gar nicht, wer Briggs ist. Nö, ich auch nicht. Oh, wow. Vielleicht Grabs? Nee. Grabs wäre ja noch beschissener. Ich wusste auch nicht, was der Junge. Der war etwas verwirrt. Aber er sagte dann noch, als ich sagte, ja, you're Smiley, right? Er sagte, I don't look like an E-Sportler, right? That's true. Also er sieht nicht aus wie ein E-Sportler. Ja. Und das fand ich sehr zutreffend. Musste ich auch sehr lachen. Also sehr sympathischer junger Mann. Wie gesagt, sehr schick. Ralph Lauren Hemd. Nee, Pullover. Darunter Hemd. Polo Hemd. Oha. Slim Jeans. Schöne Schuhe. Schöne Brille. Seine Frisur ja auch ähnlich nachgestellt wie meine Brille. Ja. Brille ja vielleicht auch. Ja. Fand wie toll. Groß ist er denn? Na, Sie so sind ja ein Turm. Der ist ja wirklich so. Sie schon wieder. Ja, der ist ein bisschen kleiner als ich. Ah, das heißt, der war hier? Nö, der war so. Ah, okay. Na gut. War spannend. Was machen die denn da? Das weiß ich nicht. Also unprofessionelles Verhalten. Ja. Die Menge wartet. Das so begegnen die ihren Fans. Das ist traurig. Sie lassen die warten. Das regt mich auf. Aber es sind noch viele da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da ist ordentlich Stimmung. Es sind nur einige wenige eloquente Personen dabei. Das ist, Sie haben viele Knabe-Rausschilder gesehen. Das fühlen Sie sich eigentlich Sie damit? Jetzt hier? Nein, darüber möchte ich nicht reden. Oh. Bin ich aber ganz neugierig. Das können Sie dann mit Frau Strobel besprechen. Ja, das werde ich Arschloch. Was ist eigentlich mit ihm? Was ist denn? Das ist dieser Agrorin. Agrorin ist der schrecklich. Macht, nee, der ist nicht mal Teil des Teams. Das sieht man doch, diese Schweine. Er war der Initiator. Er wollte den Spot loswerden. Ja. So dumm sein. Hast du das gesehen für 200 Euro? Also wie blöde sind die? Ist wirklich blöde schlimm. Menschen. Also wenn da Steuerung 1 nicht eingegriffen hätte und es veröffentlicht hätte. Grausam. Na, da wären wir jetzt immer noch im Dunkeln tappen. Die sollen mal unser Team zeigen.
Ja, die sollen wir vor allen Dingen auch hier Steuerung C drücken und einfach mal loslegen. Na, da, die Spieler, das ist ein professionelles richtig, Verhalten. Die warten, sind geduldig. Die wollen kämpfen, die wollen Blut. Ja. Ich habe gesagt, gehen Sie in diese Kluft und übersetzen Sie an Smiley und Special. Ja. Und Sansara. Ja. Sansara, auch toller Name. Die sollen ja auch tatsächlich auch Deutsch lernen. Gehen Sie in die Kluft, töten Sie. Ja, müssen man. Für also Gold. Also digital. Digitaler Tod. Ermorden Sie diese Verräterschweine digital. Ja. Und vorher kriegen Sie kein Bierbock. Oh, das ist eine harte Drohung tatsächlich. So, das dachte ich mir, das wirkt. Ja. Da wollte ich auch mal manchmal wirklich aufs Coaching-Team mit ein. Nein. Doch. Das ist aber auch eine gute... Oh. Kennen Sie auch? Ja. Kennen Sie auch den Dings? Das ist richtig lange her tatsächlich. Jean de la Chaine. Nee. Jean Célisée. Nein. Jean-Paul. Tölle Ölemon, Itzka Butzka, turn it on, Tölle Ölemon, let's get it on. Oh, let's Sie sind ja nicht musikalisch. Tölle Ölemon, Tölle Itzka Butzka, turn it on. Das ist ja richtig gut. Aber wir müssen aufpassen. Annabella, wir müssen aufpassen, das ist ja ein Twitch-Stream. Die GEMA hört ihr genau hin. Ich bin ja auch ein guter Freund von Lothar. Nein. Matthäus. Von dem ja, Lothar Matthäus? Spieler. Der ja. will wieder trainieren. Wir haben gemeinsam gefeiert. Nein. In Spandau. Oh, warum? Doch. Oh. Ja, war gut. Ja, wir sind alte Freunde. Ja, der Lothar, der ist... Lothariell begläubigt war diese Partysause. Lothar kann auch richtig gut Englisch, habe ich gehört. Ja, ich lerne auch mehr von ihm. Das ist cool. Ja, Cambridge... Like a king, I learn. Oh. Sehr gut. Gut, wir haben ja den... Also hier passiert nach wie vor, ja, hier passiert wirklich nichts. Also würden wir diese Übertragung leiten, ginge es schon... Da wären schon 3 Kills gefallen. Mindestens. Für Spandau. Ja. Ja, natürlich. Also. Ja. Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt NNO einen tötet? Gehen wir dann rüber? Ziehen wir dann die Kabel? Das frage ich mich auch. Ja. Also, weil die Meute ist ja auch gewaltbereit, hat man gesehen. Das ist schrecklich. Haben Sie das gesehen? Ja. Diese gewaltbereiten Ultras? Ja. Ich reiche denen den Finger. Aber. Habe ich mich breitschlagen lassen von der Strobel? In meiner Rede. Nein. Warum? Doch. Also, die Strobel, die hat da sehr viel Einfluss auf Sie. Ja, natürlich. Die ist ja für die Presse PR verantwortlich. Ja, aber das ist ja nicht auf diese Sachen, die Sie sagen. Ja, ich habe natürlich dann eine gemeinsame Herangehensweise beim Erstellen einer Rede. Und da habe ich gesagt, na gut, im Zuge der Veranstaltung soll ja ein toller Tag sein. Ja. Soll ein glücklicher Moment sein. Ja. Neue Spieler. Aber was machen YouTube? Die denn? Sie sind auf YouTube. Was ist denn das jetzt? Was ist das denn? Das ist ja nicht mal Pico-Bann-Phase. Ah, das ist wirklich ganz schrecklich. Ich sehe gerade meine Frisur, das ist ja... Ah, Sie sehen stark aus. Das ist auch dieser Kamerawinkel. Na, Sie sind ja vor allen Dingen fast im Rezo-Style hier. Also die Farben ändern sich hier tatsächlich lichtmäßig sehr fast. Ja, das ist hier diese progressive Gaming Schablone. Richtig. Oh, jetzt ja, sind Sie R, G und B. Was soll... Richtig. Rot, Gelb und Blau. Wow. Ja, stimmt. Oh, das wusste ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Das ist jetzt hier raten. Wofür steht ein R, G, B? Real... Wissen Sie das? Gaming... Das weiß ja auch... Wissen Sie das, R, G, B? Nee. Nee. Auch nicht. Brauchen wir gar nicht. Wer ist das denn? Jo, den kenne ich. Das ist ein Hobbit. Versicherungsstand. Der hat alle... Alles, wie soll. Oh, da wollen wir da reinhören? Nee. Na doch, machen Sie mal. Ein bisschen mal. Weil die Caster kann ich nicht hören, aber das geht. Installiert, dann musst du irgendwo noch einen Serial Key herkriegen. Ah, ich habe mir den besten das ist der Adrian, unser Co-Trainer. Oha, es ist ein Trainer. Quasi ein Torwarttrainer. Schön, dass du da bist. Moin. Nee, spezifischer für alle. So nämlich. Na gut. Wir haben ja auch einen Analyst Adrian, inzwischen. Lass uns Nein, mal ein bisschen das Team wer ist das? Gerade für dich. Der Sir Dingselot. Komplett neues Team. Sir Dingselot, aber der ist aber auch schon lange ist für dich, Ja. Sir Lexelot? Ja, wie der Ritter von... Nee, nicht D'Artagnan. Tafelrunde, Arthur. Alle in die Mitte. Wir haben uns jetzt nicht viel vorbereitet, aber muss man sich vorbereiten, wenn man gegen Kani spielt? Oh, wer ist das überhaupt? Nicht vorbereitet, ist spielerspezifisch. Sie können ja ruhig die Frage ist ja, sehr gut. Wenn man nicht weiß, was und der Gegner Käse. Ist, wie bereitet man sich darauf vor? Käse. Wenn wir nicht wissen, was wir spielen, wie soll NNO wissen, was wir spielen? Ja. Das ist eine große... Aber ich meine, er könnte ja alles sein. Habt ihr euch quasi auf alles vorbereitet oder habt ihr euch einfach auf nichts vorbereitet und sagt, naja... Wie weit ist denn der Bock eigentlich weg? Ich kann jetzt ja den ersten Bann schon mal sagen. Ja, ist ja ein Spannung. Jumi werden sie nicht kriegen. Oh, und aber der Fake-Bock? Ich glaube, der ist einfach der mal. Externe. Der extra Bock. Der du ist hast ja gerade schon gesagt, ihr baut ja. den Band zusammen. Wie ist deine Herangehensweise da? Oh, das ist nicht schlecht. Also, wenn wir im Split sind, dann haben wir Enrated als Headcoach und Lexelot als Analyst. Und wir gucken uns an, was der Gegner halt spielt, was wir selbst spielen, was wir dem Gegner nicht geben wollen und was wir auch auf dem Patch jetzt stark finden. Wir haben jetzt heute erst rausgefunden, auf welchem Patch wir spielen.
Ja, diese Strukturen in dieser Branche. Aber wie gesagt, bei so einem Gegner ist das ja ganz okay. Ich glaube, wurde gestern gepatcht. So, aber der teilt immer aus. Könnt ihr, ich Frage, wie viel könnt ihr reintrollen? Wie doll müsst ihr wirklich try hard? Ja, Adrian. Chicken Hero. Chicken Hero. Der mag halbe Hähne. Also, wenn man sieht, dass sie gestern Abend schon in einem Hotel versucht haben, in der Altstadt, um unsere Spieler abzuspielen, wird das von deren Seite sehr ernst genommen. Aber nüchtern müsste das schon mit Schuh klappen. Seid ihr alle nüchtern? Das ist gut. Ist doch gesund. Gucken Sie, das sind doch alles in den Sieht zumindest gewesen, so aus. Das weiß ich nicht. Ich glaube, die haben die Bühnen grob eingeteilt, aber es sind noch ein paar Spione dabei. Dankeschön, Foto. Ah, das ist jetzt wieder komisch. Also, Dann machen wir lieber so, zur Sicherheit. Na, aber hier sieht man es schon, das ist die Aufteilung. Ich glaube, rechts ist Eintracht und links dürfen die in den oben. Ja, die haben ja nicht mal Jerseys. Die haben schon unsere Schals angehabt. Die laufen ja alle mit unserem Merch rum. Ja. Mit unserem Merchandising. Das sind die Spione, die sich mögen. Ja, genau. Seht ihr das? Auch die Stühle. Auch die Stühle. Die sind auf jeden Fall so ein bisschen da reingeschlichen, aber ich meine, NNO, die haben ja, ich glaube, es gibt einen Pulli. Unprofessionelles, asoziales Pack. Ist halt wirklich so. Es ist einfach disgusting. Entschuldigen Sie. Ja, aber da muss man halt auch als Mensch durch. Die sind ja auch alles ja, so leider. Alt. Ja, das ist doch eklig. Warum? Ich meine, E-Sports und all, das passt die ja Die sind gar doch nicht. Schon lange abgelöst. Ja, und immer noch gehen die arbeiten. Es ist ja auch keine Arbeit. Nee, das ist es ja. Guck mal, was der macht. Gucken Sie, normalerweise hocken die wie Harzer Rollerkäse. Nur zu Hause. Zu Hause und gammeln da. Die haben teilweise nicht mal Hosen an, haben Sie ja gehört. Aber der Brückmann, der kennt ja nicht da so. Auf dieser Twitch-Plattform. Richtig. Wie sie wollen, wann sie wollen und machen da ihr Programm Lirum Larum Löffelstiel, wie sie wollen, ohne Struktur, ohne Qualität. Ja. Die haben gar keinen Anspruch an sich. Ja, haben Sie mal die Kameras gesehen? Da kotzen Katastrophe. Im Strahl. Im Doppelstrahl. Also wer aber auch auf dieser Plattform unterwegs ist, ist einfach nur asozial. Also wer streamt, hat das Kontrolle über sein Leben verloren. So. Na, darf man gar nicht eigentlich. Und die, auf einmal spielen die auf so einer großen Bühne. Ist doch frech. Ja, die, das muss man das sich Schöne doch... Ist, die sind aber so... Die hocken da im Pulli von Mama. Ja, ja, wirklich. Aber es sieht aber schön aus, muss ich sagen. Im Vergleich zu Lilip ist der doch... Lilip ist ein Süßer. Lilip ist so ein Cutie. Und Zanzara, der macht Tänzchen. Ich hoffe mit doch. Mit diesen Agorin. Mit Agorin ist furchtbar. Ja. Ich meine, er spielt immer diese Solo-Kuh. Aber das kann man sich auch nicht geben. Solo-Kuh? Ja, das ist so, du spielst dann einfach alleine. Das war der Smiley. Adretta-Typ. Adretta-Typ? Ja, ja, muss ich nochmal sehen. Ah, der ist nicht adrett. Wir hören nochmal rein. Zubekommen, ah, sind wir noch nicht clean. Leute, wir müssen hier tatsächlich auf die Technik warten. Ja, gut. Oh. Live from Hannover. Hannover. Guck mal, das ist schon fast schon NNO-like. Was soll denn das für Kommentatoren sein? Ist das hier von diesem Kanye West der Merch? Oh, das, ich hoffe nicht. Von Ye? Wer? Ye? Das ist doch tatsächlich ein... So, aber hier wenigstens Mensch. Eine Farbe der Eintracht. Weiß. Weiß, Rot und Blau. Hier. Korrekt. Ah, nee, da. So ist schön. Oh, das ist aber weich. Rot. Das, lassen Sie mich in Ruhe. Ja, aber ich fasse Sie doch so gern an. Anmaßend. Herr Knabe, das ist schon... Ich bin immer Knabe rein. Was ist denn Ihr Tipp jetzt hier bei diesem Best of Three? Es gibt keine Tipps hier. Es gibt Eintracht und dann gibt es einfach Disgusting. Oh, jetzt geht's los, glaube ich. Jetzt so, geht's aber los. Ich clean feed oder nicht? Oh, er ist clean. Bisschen Mucke. Die Mucke ist nicht super. Schlecht. Was, Sie sind ja auch Tänzer. So, Yumi gebannt. Die kenne ich. Das ist die Katze. Der Brückmann tritt immer die Katze seiner Mitbewohnerin. Haben Sie zu Recht auch. Also nee, wobei, ist ja keine richtige. Ist das, er hat eine richtige Katze? Ja, natürlich. Der tritt die Katze seiner Mitbewohnerin. Das ist eine arme, alte Rentnerin. Oh, auch die Katze ist eine Rentnerin. Der nennt immer Yumi, die fliegt dann. Oh, das ist disgusting. So, was passiert denn da? Machen Sie mal. Ich erkläre mal. Also, man nimmt erstmal Yumi raus, weil Yumi ist einfach nur übel hässlich und ganz schrecklich. Also, dass er ein Verlangen hat, Sachen zu treten, aber dann müssen doch die fünf Herren hier auch raus. Er macht ja auch den hier, aber das darf man leider nicht zeigen auf Twitch. So, als nächstes Seraphine Hekkarim und dann auf der anderen Seite sind auch noch Champions. Ich bin mir da sehr... Oh, das wurde jetzt tatsächlich eingeloggt. Also, das hier ist der sogenannte Fertigsteller. Das ist ein bisschen komisch, den habe ich ja noch nie gesehen. Ja, der ist auch ein seltener Gast. Allerdings spielt man gegen No Way. Und No Way mag den. Das fängt ja schon gut an. Na, der will den, der Fertigsteller, so nennt er ihn. Schau mal in den Stream. Ja, schauen Sie mal rein. Na, das ist halt wirklich, es ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt Tolkien mit Wukong, der wahrscheinlich schon ein bisschen reinschwitzt hier in den Laden. Das gleiche gilt auch anscheinend für No Way. Es wird auch applaudiert.
weil er auch anscheinend sehr, sehr gerne Viktor spielt. Auch sehr gut. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was da... Wie viel Geld da geflossen ist. Spielt man denn diesen Heimerdinger? Also theoretisch gibt es zwei Positions. Hier Technik. Drei vielleicht sogar. Und nicht klicken. Ah, oh doch, das können sie klicken. Das habe ich vom Brückmann gelernt. Oh, sie sind ja auch so ein NASA-Pilot. Ja, nicht schlecht. Sehr, sehr schön. Also die Mitte ist halt so ein kleiner Präsidentsfall. Deswegen mache ich mal lieber diesen Chatraum auf. Ja, den müssen wir aber stabilisieren. Nehmen Sie mal so eine Flasche. Nehmen Sie mal so ein No Way. Alles Flaschen. Einfach einen NNO-Menschen hinstellen. Sehr schön. Das machen Sie wunderbar. Ja, Knabe rein, schreiben Sie. Toll. So, jetzt haben wir hier die Ash am Start. Das wird auch indirekt so ein bisschen dazu führen, dass man das, den Brökmann wegnimmt. Und jetzt muss man natürlich überlegen, wen schränkt man. Oh! Zed. Das ist krass. Also Zed ist tatsächlich der absolute Superschlitzer hier in dem Moment. Ja. Keine schlechte Idee. Ist der denn gut gegen diesen... Den spielt man auf der Midlane, richtig? Ja, also er braucht tatsächlich, um den ein oder anderen Kill zu holen, einen sehr guten Jungler, sagt man. Der im Dschungel ist. Den haben wir ja von der LEC. Richtig. Da hat noch keiner diese Asozialen gespielt übrigens. Ja, das ist richtig. Und das ist auch Punkt. Gut so. Na, weil so einen willst du ja tatsächlich da nicht sehen. Sona ist ein bisschen komisch. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie kann man jetzt Special mit dem Set, und da sagt man das gerne auf Englisch, enablen. Na, das ist das Gegenteil aktivieren. Von... Aktivieren. Oh, sehr cool. Aktivieren. Mensch, da haben wir die Englisch-Lessons sich ja übel gelohnt. So, ja, mit dem Loder. Was ist das denn? Ah, das ist Udyr, glaube ich. Udyr hat tatsächlich ein sogenanntes Update bekommen. Ah. Auch optisch. Ah. Sehr gut, dass er raus ist. Kann man den nicht mehr sehen. Hat der man sollte ihn nicht sehen. Tarnkappen, Bomber. Nee, das nicht. Ah. Aber er soll ganz schrecklich sein. Deswegen ist er auch raus. Ezreal wurde auch rausgenommen, aufgrund der Tatsache, dass Brökmann ihn tatsächlich auch ab und an gerne der spielt. Der kann doch nichts. Er kann halt, aber er ist halt... Ja, nee, er kann nichts. Ich habe ja erst sehr spät erfahren, dass der auch auf Amateurniveau spielt. In der zweiten Division. Muss er. Warum? Der ist unser Hausmeister gewesen. Ja, mehr, aber ich glaube, er hätte beim Hausmeister bleiben sollen. Hm. Der Verrat, wie tief sitzt der eigentlich? Ja, das ist schwer in Worte zu fassen, bin ich ehrlich. Das ist halt schrecklich. Aber jetzt müssen wir das live sehen. Ich hoffe ja, dass wir vielleicht, wenn wir erstmal NNO am Boden sehen, ja, dass wir ihm, das ist mein Plan, die Hand reichen. Weil das tue ich ja immer. Oh, sie geben ihm eine zweite Chance. Und vielleicht, wenn NNO am Boden ist, dann pusten wir ihnen diese Flausen aus dem Kopf. Oh, das wird aber lange dauern. Mit dieser ganzen Aktion. Na, so einem alten Pferd bringt mir ja quasi auch nichts mehr bei. Na, er muss wieder hier sitzen. Adam, da haben sie auch das ist er. Oh, der ist schön. Der lächelt auch. Wie kann man so attraktiv sein? Wie sein Name ist. Smiley heißt er, lächelt. Ja, das ist richtig. Ja. Na, nimmt jetzt hier Ramos. Oh, Ramos. Also man muss... Man muss guck mal, das ist ein Siegerlächeln. Der ist selbstbewusst. Der hat Spaß. Also, er will auf jeden Fall da rein. Die lachen alle. Wait. Ey, ein Stuhl war da leer. Renekton? Das heißt, wir haben jetzt Renekton Toplane, Ramos Jungle, Heimatdinger Support. Heimatdinger oder Ash Support. Es gibt auch ein Ash Supporting und das da, Leute. Das ist ein Kante oder sowas? Bin ich ehrlich? Habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Ich habe jetzt eine Frage. Es handelt sich ja um ein Showmatch. Ja. Das heißt, rein offiziell. Ja. Gilt es ja darum, nicht zwingend zu gewinnen, was wir aber machen. Ja. Sondern eine gute Show zu liefern. Richtig. Wie sind denn jetzt diese Pick und Buns einzuordnen? Geht es hier um eine Show oder geht es hier um eine möglichst effiziente Spielweise, die angetrieben werden will? Soll. Also NNO. Man sagt dazu, ist hier in dem Fall sehr hart am Schwitzen. Es sind Champions, die sie sehr gut also beherrschen. Also geht's nicht gut, denen geht's überhaupt nicht gut. Denen geht's vor allem hier in ihrem Gehirn nicht gut. Na, das bedeutet, also sie versuchen tatsächlich, das Entertainment-Level deutlich niedriger zu halten, als wir es von Eintracht hier gewohnt sind. Die versuchen, beides miteinander zu kombinieren. Sowohl epische Unterhaltung, als auch natürlich Gameplay auf einem neuen Niveau. Das heißt, die halten sich nicht mal an die kleinste Abmachung. Es ist schrecklich. Was haben Sie erwartet? Was haben Sie erwartet? Ich habe das denen gestern im Hotel gesagt an der Bar. Das reicht nicht. Ich habe meine Fanta getrunken. Ja. Und habe dem Chicken Hero und Enrated, habe ich gesagt, lasst euch nicht auf diese Sache ein. Ja. Ja, ihr wolltet jetzt mal nicht. Ja, das ist gut. Macht euer Ding. Rasur. Ja. Ja. Ja, und dann? Wie ich morgens.
Das ist richtig. So, aber oh, es geht ja schon es los. Es geht tatsächlich los. Ne? Die, wir dürfen jetzt tatsächlich gleich in Game reinspringen. Ah, was ist das denn? Das ist das Gegenteil von schönem Gameplay. Wobei, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Herr Knabe, ich habe ein ganz klein wenig Angst. Ah, viele Minuten ziehen jetzt erstmal ins viele Land. Viele Minuten ziehen in das Land. Und die Schauspielkünste. Ja, oh, nee, doch nicht. Oh. Oh, sehr gut. Ja. Clean Feed ist wirklich clean. Also, wir springen in das Game hinein. Welche Farbe sind wir? Wir sind blau wie der Ozean. So, wie die Eintracht. Richtig, NNO rot wie der Teufel. Wie Brögmann unterhalb der Woche. Ah, oh, Brögmann ist blau. Er ist blau tatsächlich, aber manchmal so rot. So. Wegen der Bläune. Wie sieht's denn aus? Wer führt? Bisher führt noch gar keiner, Herr Knabe. Das ist nicht Zanzara. Doch. Nein. Das ist breit. Ach so, da links unten. Oh, sie haben ja Augen. Das ist auch nicht Agurin. Das ist ja Quatsch. Was machen wir denn da? Das weiß ich nicht. Müssen wir mal anrufen. Müssen wir tatsächlich uns beschweren. Ja, Agurin, also die können doch unsere Spieler aus. Nicht so präsentieren. Special, das... Das ist Zanzara. Ja, das haben wir auch nicht. Nur weil der auch eine Brille hat. Ah, und No Way. So, guck dir mal No Way an. No Way hat auf immer übelst einen Bart. Ja, und so einen Schal auch. Na, den hat er ja auch. Den Schal macht er tatsächlich. Haben Sie das gemeine Grinsen gesehen, als der aus dem Gebäude getreten ist, dieser Norweger? Ja, er hat ja seinen Flammkuchen bekommen. Und was hat er mit dem Land Norwegen? Er wurde dort geboren, tatsächlich, in einer Sauna. Nämlich doch auch nicht Deutschland. Ja, ist richtig. Ist doch Quatsch. Ich bin einfach Herr Deutschland-Knabe. Sir Germany. Naja, aber hier sieht man unsere Botlane. Drück 3. Richtig, die dominant. Na, dafür hat man natürlich den Fertigsteller Lilip. Man hier mit dem Heimerdong als Support da. Ist auf jeden Fall eine sehr mutige Entscheidung im Early Game, in der frühen Spielphase, Herr Knabe. Ja. Maschine. Mashallah. Und der Zanzara, der ist ja berüchtigt für seine abnormalen Picks. Ja, ja, Ramos ist abnormal. Also sowas spielt ja eigentlich niemand. Das finde ich immer so exotisch an ihm. Das ist richtig. Man muss aber bedenken, es ist sehr viel normaler Schaden im Team. Er wird sich also auch wohlfühlen. Und das ist ein Duell. Da kann ich gar nicht so viel sagen. Ja. Oh! Schalt ihn auf! Oh, er ist aber nett. Breit ist tatsächlich sehr... Wer ist denn sehr, der sehr mit den Knüppeln? Ja, der mit den Knüppeln ist tatsächlich der neue Champion in der Kluft. Was er kann, weiß niemand. Er kann auf jeden Fall Leute plötzlich kilometerweit zurückstoßen. Das ist das Einzige, was ich so richtig weiß. Hm. Aber Pride wie hat diese Poppy. Ja, aber viel schlimmer, viel beschissener. Hm. Also er macht das ohne Wand und ohne alles. Oh, hier. Stress. Agrarin. Ja, jetzt kann man natürlich Agrarin. Mit dem Ramos und der Botlane gut arbeiten. Sehen Sie das? So, das ist Teamwork. Jetzt noch Teamwork makes the dream work. Oh, Flash bereits provoziert. Oh, das war sehr gut. Dieser Affe bleibt zu Hause. Er muss zu Hause bleiben. Hat seinen Smite noch zur Verfügung? Da sieht man Norway im Westen. Ja, der chillt da. Die Frage ist jetzt, man prügelt sich jetzt sind die Namen richtig. Jetzt sind die Namen, Gott sei Dank. Pride, da ist er. Ja. Na, die Kamera, Leute. Man sieht es schon, Zanzara bleibt nett. Normalerweise wären jetzt alle zu der Krabbe gelaufen, damit man Agurin noch mehr stresst. Aber sie haben ja ihre Leute gut erzogen. Ja, aber wenn man ein bisschen naja, die haben ja auch ein Coaching-Team. Die haben ja gar keine Coaches. Ja, die sind ja selber also, die Coaches. Also, wenn die einen Kill machen, ist schon verwunderlich. So. Was heißt denn Agurin Sace? Ist das sein Nachname? Sace? Nee, Sace ist quasi sein seelischer Zustand. Na, was Pride, ist denn hier aber, los? Aber hier gemacht, zwei Leute abgewehrt. Ihr kleinen Mücken. Wie kommen die Angel? Aber bringen ja auch nichts. Und dann scheißen die rein. Ja. Was machen denn Mücken auch im Winter? Oh, jetzt wird rotiert. Jetzt ist reingerollt. Oh, klasse. Er kriegt den aber betäubt. Klasse. Jetzt natürlich die Verspottung. Das könnte hin und er glänzt. Klasse. Oh, das so, machen Sie die Snowway weg. Machen Sie die Snowway weg. Der Fleisch drüber, der hinterher. Ja, Zanzara. Zugriff. Der wird anfangen zu rollen. Was macht er? Warum meinst du? Ja, den Wort nochmal ganz kurz gehauen. Der wird schnell drehen. Pass auf. Er rennt jetzt hier seitlich vorbei. Er wartet. Oh, das ist der Unterschied. Das ist der qualitativ. Und da kommt die Stabilität. Er nimmt den First Blood. Ja! Wie kann er so gut sein? Vor allem, er plant das ja auch. Oh, die dumme Sau. Er ist wirklich sehr schlecht. Wurde überrollt. Ja. Und war in den richtigen den Kilo abgegeben. Ja, weil Ramos braucht ja keinen. Der ist nämlich ein unterstützender Support-Spieler. Jungler. Jungler. Na, guck mal, wie er es gemacht hat. Nee, Jungler. Jungler. Ah, kann das J nicht. Was ist denn hier los? Oh! Yeah, kommt der nächste! Ja, der ist Weltklasse. Wussten Sie, dass wir Carmen Korb mit der Carmen. Ja, mit der Carmen. Den haben wir den Smiley weggeschnappt? Nein! Doch! Was haben Sie gesagt? Kommt mal spannend auf. Sehr gut, hat er ja offensichtlich gemacht. Den.
Ja, und er spielt ja auch fantastisch. So, jetzt geht's hier weiter, die wilde Fahrt. So, hier kann ich leider nicht lange hingucken. Ne? Also Tolkien, wie gesagt, kaufst du nur Pullover, das ist schon die falsche Herangehensweise. Ja, ja, ja. Ne? Aber Bordlane, jetzt aber trotzdem große Vorsicht. Agorin. Jetzt ist wieder der Name falsch. Boah, ich bin da auch tilted. Naja, wir müssen cool bleiben tatsächlich. Er muss schauen, dass er die Botlane terrorisiert. Das ist aber sehr sexuell hier am Ende. Naja, muss man ein bisschen aufpassen. Ja, er hat auch trainiert, wie ich sehe. Leute, die Muckis, Alter, hört den Fuck. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hier warm bei so einem attraktiven Match. Ja, zu Recht auch. So, Lilip ist da. Schützt hier quasi seinen Midlaner indirekt, weil er muss ja quasi Karni hinterherrennen. Das heißt, er mirrored. Er spiegelt das, was der andere macht. Das ist ja, da gucken wir, was? Mirror. Ich kenne nur den Song. Mirror, at the wall. Blind Guardian. Oh. Jetzt wird wieder, ich höre doch den Die Sound. Rotation ist drin. Das Problem ist halt, er ist noch ein bisschen alleine. Oh. Na, das Alleine-Sein ist eine große Problematik, aber Ramos, man sieht es schon, mit dem Aftershock. Gute Tankiness. Ja, aber das ist ja leider Regel. Hier geht's weiter. So, die beiden prügeln sich wahrscheinlich noch tagelang. Die haben jetzt die Namen einfach ausgeblendet, weil sie gemerkt haben, das läuft nicht, Hermann. War tatsächlich eine richtige Entscheidung. Ja. Ich bin sehr, sehr froh, dass die Kamera Man weiß ja auch, wer die sind. Also außer diese Fatzen da in der rechten Die rechts hier, hier und der hier. Agrarin. Agrarin. Der macht eigentlich Ackerbau. Richtig, das ist ein richtiger Bauer. Ja. Ja, aber not today. Na, heute ist er ein Affe. Das bedeutet, er ist immer noch Level 4, by the way. Wieso beleidigen sie den jetzt so? Naja, er spielt Wukong. Ach so. Ja, das muss ja auch bei den Tieren bleiben, die LOL mit zur Verfügung stellen. Nee. Wir sind freundlich. So, Lilip da, Smiley mit einem sehr, sehr guten Tausch, Trade. Hat also sehr Was hat viel, er getauscht? Ja, der die Leben. Ich sammle ja Magic-Karten. Ja, ist nicht schlecht. Ja, hast du schon gespielt heute? Wir sind jetzt beim Du. Ja, doch, würde ich sagen. Finde ich super. Boah, finde ich sehr gut. Klasse Du. Ja? Klasse Du, richtig. Was habe ich gespielt? League of Legends? Nee, hier Karten. Naja, morgen vielleicht. Ist ja toll, hier mit der Jugend mal ein bisschen zu connecten. Das ist wirklich cool. Reach zu unreachable, sagen wir im Marketing. Richtig. Immer. Na, und vor allen Dingen, das Spiel ist ja auch für jedes Alter. Ja. Ja, mit großer. So wie League of Legends, so. Traditionell. Gute Überleitung. Na, Sie sind auch ein Meister darin. Danke. So, wir sehen jetzt Brückmann. Was macht Brückmann da eigentlich? Was halten Sie denn von den Gegenständen? Wo ist da die Kreativität? Er hat einen Bogen, das will ich nochmal dazu sagen. Warum kauft er dann Schwert? Ja, ich weiß es und doch. Und warum auch so nicht. Viele? Der hat doch nur zwei Hände. So, jetzt geht's weiter. Ja, die zwei Hände sind auch nutzlos. Ah, das läuft wunderbar. So, also er hat jetzt seine Läuterung benutzt. Das bedeutet, was passiert auf der nächsten Minute? Ne? Da wird Smiley seinen großen Eispfeil wieder haben. Und warten Sie mal, die bereiten hier gerade was. Die bereiten was auf. Wie ist die Nudeln abends? Der rollt jetzt gleich rein wie das Sushi, das ich gerne esse. Da wird jetzt getaucht. Da wird jetzt der Turm getaucht. Ne? So. Aber die Frage ist, wen taucht man zuerst? Man nimmt den Brückmann, er ist verspottet, Okan. Ah, also, hier muss man wieder sagen. Die Eintracht. Takes the L. Guck mal, die Aggro schon verloren. Loser Brückmann. Loser Brückmann. Schrecklich. Also, man muss schon fast schon sagen, dass sie sich auf der Bühne jetzt tatsächlich und trotz der Schwitz kommt. Trotz der Tatsache, dass sie hier richtig gute Champions wählen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, man verschränkt sich so doll an, dass man schützt. Saunieren die auf der Bühne? Nee, oder? Ja, gefühlt ja. Deswegen haben die auch die Masken, ne, damit man den Gestank nicht wahrnimmt. Ja. So, aber das war sehr, sehr schön gemacht. Ne? Leider die Rakete, das falsche Ziel getroffen. Ja, nee, das war schon richtig. Er hat die gesamte Burst-Combo, also die Brech-Kombination, perfekt entladen. Das war schon sehr, sehr schlau gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihre Bot-Investition, großes Lob. Danke. Das war schon stark. War aber auch hier der Kevin, muss ich sagen. Und auch das Trainerteam. Ja. Die haben da einen klasse Job gemacht. Sie haben ja ein Trainerteam. Das ist ja der große Unterschied das bereits. Das merkt man natürlich auch. So, Tolkien ist immer noch Toplaner. Da brauchen wir gar nicht hinschalten. Ich bin sehr dankbar, dass die Regie das einsieht. Schauen Sie mal oben die blauen Balken an. Ja, das ist nur ein großer. Und der drüben geht ja auch schon blau. Jetzt kriegen wir hier den... Den Harald. Den Harald kann man nutzen. Und damit kriegt man diese Striche da weg. Sehen Sie die? Kalt. Warm. Aber der nur warm tatsächlich. Der Harald ist ein guter. Richtig? Kann man, wie der Kevin immer sagt, kann man setzen kalt, kann man setzen warm, kann man setzen morgens. Ja. Und setzen Midlane, hoffe ich doch hier. In dem Fall. Na, das heißt hier, die Platten sind zwar noch da. Ich weiß nicht, warum wir hier sind. Herr Knabe. Ja. Konzentrieren Sie sich. Arbeit.
Sie sind jetzt Kommentator. Gucken Sie mal, was der Brückmann da macht. Wir sind bei du. Na, oh, ja, stimmt. Oh, ja. Oh, der ist gerade noch so überlebt. Oh, das fällt mir sehr schwer, das Wort du in ihrer prächtigen Autorität zu sagen. So, jetzt schöner vielleicht doubles dann. Was ist das für das eine Botlane? Ist ja wunderbar. Holy wir shit. Wir werden die ganze Liga so rasieren. Ich habe es gesagt in meiner Rede. Erst putzen wir diese NNO-Lappen. Da sind wir dann noch Stunde durch. Dann putzen wir die Liga weg. Und dann Europa. Ja, Europa spätestens. Also Europapokal wurde bereits verschieden. Agurin hat jetzt das erste Level 7 erreicht. Der ist nicht mal da. Agrorin. Na, hat jetzt schon die Hälfte der AP verloren. Wird aber noch mal so ein kleines bisschen rausziehen. Er kann auch gegen das Armadillo nichts machen. Ich meine, was soll ein Affe tun? Bleibt einfach. Das ist ein großer Fehler. Der rotiert jetzt so ein bisschen durch. So. Macht jetzt hier so ein Stück weit Stein. Aber guck mal, wer da oben kommt. Siehst du das? Wo ist er hin? Was war das jetzt? Ja, er ist kurz verschwunden. Man muss ja den Gegner auch eine Chance geben. Das war ein Special Super Move. War kurz unterm Turm. Jetzt? Er kommt weg. Weil er ist schnell und klug. Das war knapp. Ja, das passiert. Du musst ja auch dem Gegner auch was geben. Das ist das Problem mit diesen jungen Menschen. Die werden dann immer über. Ja, aber es ist ja ein Showmatch. Du musst ja auch schon mal reingehen. Ja, ja, das sehen wir. Ja, das hat schon, das war richtig. Schon war mal reingehen. Ja. Bin ich schlau. Ja, auch klug. So, okay. Also im Prinzip liegt der gesamte Fokus, das war ein sehr ambitiöser Fall. Der Mick ist überhaupt nicht aus. Guck hier. Da, guck mal. Wer ist Henno? Henno ist ein ganz toller Mensch tatsächlich. Hm. Ja, aber hier nicht da. Toll. So. Also ein klasse Charakter. Ja, ein Fuchs auch. Nee, das ist ein Igel nämlich, hat mir meine Frau erzählt. Das ist kein Igel. Das ist ein... Doch, das ist ein Igel. Nein. Gürteltier, ja. Ja, genau. Richtig. Oh, das war knapp. Das ist aber Flash. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, was der weiße Ball ist. Wie der Superhit. Flash. Der ist auch schnell. Oh, Pride ist aber auch schnell. Seht ihr, jetzt wird er so zurückstoßen. Das ist unangenehm. Die Botlane wird aber komplett gestampft, sagt man. Na, komplett eingerissen. Ja. Jetzt natürlich die große Frage, wird sich Kani davon noch psychisch erholen? Das war aber... Ja, aber das war nur der Gromp. Na gut. Ist der Gromp wichtig? Gronk? Gromp. Gronk ist wichtig, aber Gromp. Mit P. Mit Ja, das weiß ich nicht. Ja, also hier schon. Oh, da ist der Herald. Aber wo ist er? In der Mitte. Der Harald. Na? So, und da, von der Seite. Oh, was macht denn Kani? Wird reingeflankt. Na, der können wir jetzt einmal umrufen. Der verbrennt. Oh, das war aber knapp. Ja, da war auch nochmal ganz nett geheilt. Da ist jemand aber noch, da hat jemand Bock. Wie der Spandauer Bock. Richtig. Da habe ich auch mal Bock drauf. Für ein Bierchen zwischen. Ja, aber keine Spätzle. Nee, ja, aber das wäre gut, wenn die in Spandau im Bock Spätzle einführen würden. Die aber nicht die Milchigen. Nö. Schön würzig, deftig. Ja, und knackig auch. Wie? Ja, richtig. Und würzig wie. Und knackig wie Wiener. Toller Werbespot. Ja, das bleibt in deinem Gehirn, auch für 100 Jahre. Der Red Buff, den wird jetzt auch das Gehirn rausgeprügelt. Die Frage ist natürlich, kann man mit den Rotationen hier so ein Stück weit umgehen? Man sieht ja schon, dass da der Mut. Oh, das war eine gute Kombo. Aber der fährt jetzt weg. Ja, das war der sehr gute, ist gesprungen und dann gerollt. Wie der Dodge. Also das Auto. Richtig, aber schneller tatsächlich. Ja, also hier, Zantara ist eine Maschine. Hammer. Hammermäßig. Der hat nicht Herr der Ringe. Wie kennen Sie Herr der Ringe? Ein Fantasy-Epos. Ja, das sind drei Bücher, habe ich gehört. Der gibt sich unter einer falschen Identität raus, dass die Kinder da von dem Herrn Tolkien, die klagen ja die Scheiße aus dem Haus. Ja, das sollten die mal. Ich glaube, der ist so irrelevant, die kennen ihn gar nicht. Das ist das Problem daran. Er ist noch zu klein. Das sind meine Haare. Die Haare sehen aber sehr, sehr gut aus. Sie leuchten auch heute so. Guck mal, der super Ionenstrahl direkt da drüber. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Okay, also im Prinzip brauchen wir hier gar nicht so großartig weiter zu kommentieren. Eintracht ist ja quasi schon durch. Man könnte jetzt die Überlegung treffen, noch mehr Show-Elemente reinzubringen. Der Drache. Der ist weg. Drake. Dracke. Wie der Sänger. Wie der Rapper. Ja. Rap. So. God's Plan. Jesus Christ. Nein. Der Drache, den nennen wir hier God's Plan. Oh. Weil das ist ein Song von Drake. Oh, das ist aber schlau. Ja, das ist von diesem Sterzig. Einer aus dem Fanblog. Haben wir mal hier auch Gastkommentar kommentieren lassen. Habe ich auch im Chat gesehen vorhin. Ach ja? Ja. Den Gästeblock. Das ist richtig. Ja, Sterzig, sag mal was. Also, liebe Leute, wir können hier auch nur mit dem arbeiten, was wir angeboten bekommen. Sie sehen hier... Oh, der Pfeil. Der Pfeil des Todes. Oh, ja.
Guck mal hier, guck mal, was der Brückmann ertragen muss. Mega eklig. Ich mal sagen. Ja, oh nein. Megamäßig. Nee, aber hier tatsächlich nur schrecklich. Oh, jetzt, da sehe ich aber auch Möglichkeiten. Aber das ist ja viel zu verdächtig. So ja. Spielt man in Bronze, so ganz offensichtlich eine schlechte Chance haben in ein 1 gegen 1, aber aggressiv spielen. Und das weiß Breite auch. Ja. Breite ist ja einer der besten Toplaner. Er ist ja der beste Toplaner, basically. Der Springsplitz und generell auch. Oh, richtig. Das wird jetzt spannend. Na, das wird ein bisschen knifflig, aber das Teleport. Ja, wir gestalten es spannend. Nee, das wird jetzt hier sehr, sehr schrecklich, weil Breit ist da und Special. Das war ein Double-Move. Na, das bedeutet, man schließt jetzt hier Norway komplett auf. Ach, Special. Der wusste das auch. Special. Schauen Sie sich den Norway an. Der war sauer. Ja, ist er auch immer noch. Na, die müssen ja noch ein Spiel aushalten. Das 1-0 steht ja schon im Skript fest. Ja, ja. Und wir machen hier, der Dexter hat früher mal gesagt, Oscar-Veranstaltung. Ja. Weil wir natürlich Schauspielern. Richtig. Mit diesen Picks. Und Pride klatscht Tolkien volle Bock deine. Ja. Gehört ja auch dazu. Ja, wird jetzt nochmal reingesagt. Was war das denn? Oh, das war eine... Der ist über die Minion-Wave gehüpft. Und dann hat er ihn einfach aggressiv gemacht. Wie viel Schaden der macht. Der jetzt weg. Der rotiert und guck mal, jetzt muss er warten, dass der Klon ihn nicht trifft. Vielleicht flasht er. Da ist der Klon. Und das war das Problem. Das hat Zanzara gewusst. Aber ist doch ein Affe. Aber warum er kann sich doppelt. Affen sehen ja alle gleich aus. Ja, warum ist er ein Clown, mal ein Affe? Clown? Er kann beides. Ja. Na, und jetzt, ja, aber jetzt die geht's Frage, weiter. Kommt der Lille. Das ist der kleine Junge. Ich merke nichts von seiner Aufregung. Wie lange wurde er gecoacht? Soll ich Ihnen eine Story nochmal erzählen? Ja, ich muss der hören. Das Game ist ja eh durch. Ja. Wir waren gestern noch in der Hotelbar. Und da waren auch diese NNO-Schweine an dem anderen Tor. Oh. Und die haben die ganze Zeit den Lilith belagert. Wirklich? Ja, die wollten den die ganze Zeit mit alkoholischen Getränken abfüllen. Ja, ich habe nur Shots gehört. Ja, hier, trink mal 5. Und der arme junge Mann, der darf überhaupt schon Alkohol trinken? Darf ja gar nicht. Ich habe da alles weggeschnappt und selber einverleibt. Sehr cool. Nein, also weitergegeben. Ah, gut. Ans Team. An wen? Das Coaching-Team da ist da. Ja, okay. So eine junge Dame, die heißt Kolle. Kolle? Jo. Na gut. Naja, und die haben nicht locker gelassen vom Lilith. Die haben den die ganze Zeit beeinflussen wollen. Der hat schon gezittert am ganzen Leib. Ja. Die haben auf den einwirken wollen, so als erfahrene Veteranen. Denken die haben sie so wollen diese ihre Chancen ermitteln. Aber was passiert nie, Herr Marco? Ah, das ist nicht so schlimm. Die haben jetzt den Herald bekommen. Die Leute vor Ort wollen natürlich auch etwas sehen. Ich meine, NNO hat hier besonders viel Eintritt verlangt. Aber siehst du den Stomp? Ne, der Special, der rasiert, der war auch noch nett zu Tolkien. Kann der überwende, der neue Champion? Ich weiß es gar nicht. Offensichtlich nicht. So, Noe schaut auch nur da, zu. Die dumme Sau platzt auch noch. Ja. Na, nicht mal das Glänzwein. Jetzt ist ja Noe schon wieder alleine. Wird jetzt hier leicht eingefroren und sieht das, wie Smiley das macht? Er bleibt schön. Wie das hier. Auto. Oh, der macht das so gut. Aber der ist ein bisschen schnell tatsächlich. Das ist die große Problematik. Nicht gedodged. Nutzt seinen Laser, aber du siehst, was Pride macht. Pride zerstört den Tor. Wir haben die in... Oh, der Flash dafür. Warte. Noe überlegt das. Die Midlaners sind ja tatsächlich sehr nett. Special möchte halt auch, dass Noe das zweite Spiel überhaupt noch antritt. Ja, ja, ja. Oh, Wiederholung. So, da haben wir auch ein bisschen... Da habe ich gerade noch über Lilip gesprochen. Ja. So. Das war eine Falle. Der Tolkien... Ich mach mal den Kokan. Ja, na los. Der Tolkien teleportiert sich rein, lenkt das Team ab vom Herald. Ja. Schafft Zeit, sodass das andere Team... herantreten kann, um den Herald gemeinsam runter zu fokussieren. Ja. In der Zwischenzeit gibt es hier die dritte Halbzeit quasi. Ja, Ackermatch. Richtig. Und da platzen alle, hier und dort. Oh, aber hier geht's direkt weiter. Okay. Seit wann kann denn das Gürteltier springen? Ah, das wurde vor 2 Monaten der Brückmann muss jetzt sterben. Vielleicht sogar hinterher. So. Oh, er macht das so gut. Das ist für Spandau. Oh, du Verräter. Da steht 0-4-0. Ja. Error. Da hätte ich ja spielen können. Error. Ja, almost. Ja. Ja, aber da muss dazu sagen, also ich weiß gar nicht, ob die für das zweite Spiel mental bereit sind. Wir haben die 20 Minuten, normalerweise würde man jetzt FF'en. Ja, ich weiß auch nicht, warum die das nicht machen. Die haben keinen Anstand. Nee, also vielleicht ist das auch vertraglich geklärt. So, also jetzt da nochmal reintauchen. Ist schon vorbei. Nö, doch nicht. So, jetzt haben wir ja Tolkien, der versucht hier, der ist ja unstoppable, aber reicht ja gar nicht. Man hat ja gar keinen Schaden, guck das mal an. Der Turm, der macht Turm ist keinen auch Schaden weg. Gegen das Gürteltier. Er ist einfach unsterblich. Zanzara mit einer unfassbar guten Wahl. Es sah aus wie Troll. Ist aber ernst. Korrekt. Kein Troll. Nee, die sind der Troll ist gebannt worden. Nee, das ist nicht ein Beschugge, das ist so ein Begriff.
Begriff für... Oh, ja, plötzliche Begegnung. Oh, Arduin und da kommt tot. Der Fall. Er ist tot. Der Fall nochmal auf den Klon, das ist okay. Ja, das hat ja nicht gezählt. Ah, ne, aber Lilith, pass auf Lilith, pass auf Lilith. Ich jetzt predicte Raketen und er trifft. Scharf geschossen. Pass auf, der rennt jetzt weiter in der Erde noch das Entzünden. Ah, er ist nett. Der ist aber auch wirklich höflich. Wenn es ja, ein NO-Spieler wäre, wäre das nicht so. Ein junger Mann. Ja. Der lässt sich auch nicht abfüllen. Der Turm steht noch. Der muss nämlich bei... Die saufen vor dem Spieltag, glauben Sie das? Wirklich? Ja. Alle? Ja, nicht unsere Jungs. Ja, eure sowieso nicht. Die sind professionell. Smiley war um 22 Uhr im Bett. Oh, 3 gegen 1. Und er macht einen. Und er macht den kaputt. Die Frage ist, kommt er noch von dem Oh, no way. Ja, ja. Kein das Weg. War nicht möglich eigentlich. No plan. No skill. Yes. Na, hat ihn tatsächlich dann nicht holen können. Ja, schön. Sehr schön. Solo, das war nicht mal Solo-Bolo. Das war ein Duo-Bolo. Ne, das war ein Klon, der zählt nicht. Achso. Der Pfeil wurde da nicht ausgewichen. Der kann über Wände springen, das finde ich ja fantastisch. Aber das Ding ist halt, Noe ist halt schon wieder tot. Tschüss, junger Mann. Zack, weggeballert. 15-2. Geh Flammkuchen backen. Ja, das kann er nicht. Ja. Er kann nur den fertigen kaufen. Mach, kauf fertig Flammkuchen. Ja, richtig. Vom Aldi. Ja, oder von Edeka. Edeka. Lille. Rewe. Schlecker gibt's ja gar nicht. Das soll übrigens jetzt der letzte Move sein. Ja. Das heißt, wir haben hier den Baron. Siehst du das? Siehst du den Geldbeutel da? Move ist eine Bewegung. Genau. Die müssen jetzt eine Bewegung zum Baron machen. Wir haben jetzt hier Smiley. Der Naschor. Der heißt richtig. Bei uns der Pizzawurm. Warum? Weil die Prime League da immer so Einblendung macht mit so Dr. Oetker oder so Pizza. Oh, das ist ja krass. Die Strauß Prime League. Ja, ja, oder irgendeine andere Pizza, ich weiß nicht mehr. Da kommt immer so Pizza-Werbung. Beim Baron. Ja, ja, das ist irgendein Pizzawurm. Ist ja albern. Ja, sieht ja gar nicht so aus. Na gut, na ja. Dann müssen Sie selber wissen. Marketing. Ja, weiß ich nicht. Sie kennen sich da deutlich besser aus. Nee, so, du. Der Pfeil, genau ins Schwarze. Richtig, hat Arguin nochmal gut weggeworfen. Lilith muss nochmal auf jeden Fall ins Krankenhaus. Na, sich so ein kleines bisschen nochmal gegenheilen, aber der Baron, das wird jetzt so der Sargnagel, der letzte. Das ist ein Vorgeschmack für die ganze Liga. Oh, da gibt's nochmal ein 1 gegen 1. Ja, das ist ein Kampf, der wird noch 2 Tage gehen. Oh, das war aber nicht schlecht gemacht. Pride ist da gut hinterher. Und Solo-Bolo! Oh. Schon wieder! Ganz, ganz entspannt. Pride hat das ja auch angekündigt. Ja, das stimmt. Und dann auch wahrgemacht. Das ist so ein richtiger Spandauer, so ein Macher. Der Schnippschnapp. Chips ab, so, das ist jetzt der letzte Move. So, ja. Das ist der letzte Move. Was passiert denn, wenn man den besiegt? Du kriegst übelste Kohle. Ah. Gold. Du kriegst super viel Erfahrung. Und dann hast du auch eine Verstärkung, die deine Vasallen stark macht. Ah, das finde ich ja immer spannend. Wieso sind die Balken da nicht alle blau? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Oh, also der hat das nicht mal gesehen. Ah. Kani, Mann, zum Optiker. Wie so ein Pokémon. Meine Kinder, die Kiddies, die spielen immer mit diesem Kanani. Richtig. Und oder ist er auch gerade in den oder Busch der gelaufen, Moses. Wurde da der Moses aus Kanaan. Nein. Ah, ich kenne mich in Religion nicht so gut aus. Ich auch nicht. Oh, na gut. Aber es gab so mal ein Musical. König der Löwen. Nein. Nee, gar König nicht. König der Kanis. Ist ja auch hier, ja. Kani der Löwen. Hören Sie auf mit dem Quatsch jetzt. Das ist ja wirklich peinlich. Aber apropos peinlich, ne? Arguin versucht jetzt da unten alleine den Turm noch zu kriegen. Es gibt ja hier, wenn du übel weit hinten bist, deswegen ist da jetzt der letzte rote Balken, der ist noch da, weil da unten gibt's extra Gold, wenn der fällt. Ja. Und mehr auch nicht. Noe rennt jetzt unterdessen zu dem anderen Turm. Wisst ihr, was der macht? Der hat noch 4 Leben. Das heißt, der macht jetzt dort einen Angriff. Das heißt, man hat jetzt 2 Türme mit einmal gekriegt. Oh. Und was passiert? Die Mitte wird komplett zerstört. Nö. Doch. Leider nicht. Nee, doch. Weil der ist ja so ein Minion. Siehst du das da? Guck mal, wie sieht das aus? Das ist ein Turm. Turm. Na, und die machen da jetzt weiter. Das heißt, die haben da oben jetzt den Turm gekriegt. Die kriegen in der Mitte den Turm. Die Eintracht ist schon durch. Ist halt die Frage, ob das jetzt so wertig war. Das ist wertig. Vertikal ist das fast schon. Aber das Play war, glaube ich, diagonal. Das tut weh. Oh, Pride, der verschont ihn nochmal. Das ist nicht gut. Ja, das gab ein bisschen Gold tatsächlich. Da hört man die dann mal jubeln. Ne? Das ist halt schrecklich. Ne? Muss ich mir vorstellen, das ist der dritte Trauerspiel. Trauerspiel. Es ist schrecklich. Also, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch ein drittes Game sehen wollen, ja. Nö. Wir machen Feierabend. Ist Best of Three. Das will doch niemand mehr sehen dann. Nö, höchstens ich. Ja, ich würde auch nochmal gucken wollen. Aber Breit hat hier ihn tatsächlich nochmal verschont. Die Betäubung, er ist fast mit einer Rotation durch. Man kann halt froh sein, dass man sich als Affe da drehen kann. Ja, wohl wahr. Gucken Sie mal in die Kamera da. Wen sehen Sie da? Ja.
Der ist doch schrecklich. Hier haben wir ihn aufgenommen. Ja. Wie einen Asylanten. Richtig. In Spandau. Der kam ja angekrochen. Der Berater, der Sparkassenberater. Ja. Der hat von ihm geschwärmt. Er meint, es ist eine treue Seele. Er ist aus dem Keller seiner Mutter hat er den geholt. Ja, der war fast verhungert. Na, sie haben ihn ja richtig aufgepäppelt mit dem Sparkassen. Ja, wir haben dem eine Infrastruktur geboten. Ihn ausgebildet bei uns als Hausmeister. Und jetzt steht der 040. Talentiert. Ja, ja. Oder fühlen Sie sich vielleicht sogar schlecht? Würde ein Journalist fragen. Ja. Der sollte mal eine Pressekonferenz halten. Für sich selbst. Der sollte mal ein paar kritische Fragen bekommen. Das wäre gut. Brüllt man raus. Aber das traut er sich nicht. Da hat er Angst. Schauen mal. Er hat Angst vor der Wahrheit. So, Drache Nummer 3. Na, Drake. God's Plan. God's Plan. God's Plan Nummer 3. Immer noch ein roter Strich. Ich verstehe den Kackhodenstrich nicht. Kann die Produktion den bitte wegmachen? Was also für ein Kackhodenstrich? Ja, da, guck doch mal. Hier direkt unter NNO. Ist doch völlig unnötig. So, oh, Bright was? Jetzt entgegen 340 Leute. Schon wieder den Adelinke Solo della Bolo. Wie kann er so sein? Auf Arrow. Oh, Kani! In Schwarze. Mit Flash trotzdem. Und rein mit der Bombe. Jetzt komplett totbombardiert. Brücki, wollten wir einen Play machen. Auch weg. Er hat gerade noch so den Support gesehen. Tolkien jetzt hier schneidet in 500 sie Leute auf, rein. Wie ein Stück Kuchen. Ja, aber der kann das nicht. Guck dir das schneid mal an. Schneid ihn auf, Smiley. Der ist alleine. Was ist der, da los? Der versuchte gegen Smiley klarzukommen, der sogar in den Nahkampf reingeht. Das macht er schön nicht mal schön mit dem Bogen. Robin Hood. Ja, oh, der flasht sogar rüber. Wo ist der hin? Oh, er geht da weg. Na, er wollte sich noch mal retten, aber das bringt er tatsächlich. Dann holt jetzt guck dir mal Turm. Die Basis an. Die reiß ist komplett die Hütte ab. Ist lost. Lost in Space ist das Ganze. No Way hat nie HP. Na, muss ich da zurückziehen? Was sind HP? Was sind Lebenspunkte, basically. Los mit der H. Ah, Health Points. Health. TH. Also, brauchen Sie mir nicht erklären. Das ist richtig. So, Brückmann. Na, nochmal tot geultet. Schöne Rasur. Das hat er verdient. Aber jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß auch gar nicht, was Tolkien hier macht. Der Kanten-Champion, Sekante-Kante-Wante. Ich glaube, der weiß selber nicht, was er da macht. Das fühle ich auch. Der hat so einen Kreis um sich. Wobei, hier wurde es nochmal spannend, muss ich zugeben. Weil auf einmal der Schmeili... Ja, der Schmeili hat aber auch 640 Kills. Was war das denn gerade? Oh, guck mal hier. 606 steht hier halt. Lilip zieht sich zurück. 8000 Leute prügeln auf den ein. Es juckt den gar nicht. Oh, der Bright. Der ist einfach in 300 Leuten. Jetzt kommt das Krokodil. Zack, einer hat mitgenommen. Bright schon wieder da. Na, es war jetzt ein 2-1 Tausch bisher zumindest. Ja. Smiley muss dann nochmal hinter den Turm. Bright hier. Oh, der kommt aber gut raus. Ja. Naja. Ja, wir nicht mit dem Essen spielen, Jungs. Na, machen sie aber gerne. Ich meine, wenn die Produktion sagt, nach 20 Minuten dürfen wir noch nicht beenden. Na, dann machen sie das. Smiley, den geht's noch gut. Werden die Spiele manipuliert? Ich weiß es nicht. Die Kameras wurden ausgeblendet. Das kann sein. Recht halt. Da müssen wir Steuerung 1 nochmal nachgucken. Na, ob da hier jemand, die Leute vor Ort auch sehr NNO-lastig. Finde ich jetzt nicht so gut. Ja, man hört da sehr viel NNO-Fangesänge. Wo das sind die Eintrag-Gesänge? Ich habe das Gefühl, wir wurden gelinkt. Oder gemutet. Vielleicht haben die sich da wie die Kataris Leute gekauft, die für sie jubeln. Wie die Katalanen. Wie die Kataloner. Wie die Nordkoreaner. Oh, die kaufen mit auch den ständig Spieler. Alle gleichzeitig auch. Manipuliert. Die Scheiße. Ah, das ist schwierig. Aber die Kameras sind zum Glück wieder eingeblendet. Also die Spieler sind tatsächlich noch bei Bewusstsein. Ja, die sind eingeblendet. Ja. Ja, sieht man ja. Ja, jetzt nicht. Jetzt wieder ausgeblendet. Aber wir haben wenigstens noch das grobe Overlay da. Guck mal, 950 Gold hätte er dafür bekommen. Na, je besser du in LoL spielst, desto härter wirst du bestraft. Wie findest du das? Ungerecht. Ungerecht ist das. Also harte Arbeit und dann da sind wir wieder. So, jetzt aber mal Sargnagel drauf. Ende. Ja. Die Rotation erfolgt nach oben. Man versucht da auf jeden Fall Agori nochmal abzuholen. Aber ich glaube, sie müssen sich einmal nur formieren und dieser Baron. Das ist der letzte. Schwören oh. Sie. Oh. Norway, da unten wieder am Nerven. Oh, jetzt Lille geht's jedenfalls. Rein. Aber da guck mal von oben. Guck mal, wer da oben kommt. Da ist der Breit. Oh sofort. Mein Gott, das die tut Todesrotation. Weh. Keine Ultimates. Oh mein nicht. Gott. Lilith wird unterdessen fokussiert. Juckt aber gar nicht. Man hat oh ja schon drei Leute verloren. Gott, das ist ja na, und jetzt Norway zu Tode betäubt. Pass auf, der rennt ihm jetzt zwei Tage hinterher, bis Smiley wieder da ist. Er ist in Reichweite. Zack, ist kurz verlangsamt. Ja, schieß die ihn Rotation. Ab. Er kann das nicht. Sansara dreht macht sich mehr. Den Pizzawurm. Der Pizzawurm muss gemacht werden. Pride hält jetzt hier No Way. Wieso sind hier in den O-Leute im Chat? Den war nicht eklig. Weg. Sofort bannen. Bann den weg. Ganz weg, ganz schnell. Oh, da guck mal. Der Pfeil war nicht schlecht. Blockiert. Guter Versuch. Aber Baron wird gemacht. Special aber auf der Jagd. Blockiert.
Herr Knabe, also der Special. Gucken Sie, wie verbissen er ist, wie so ein Terrier. Ja. Das kann der gut. Ja, richtig. Na, währenddessen machen wir den Pizzawurm. Oh, da ist Deathmark. Das bedeutet Markierung. Ciao, Kakao. Tschüss. Ich hab gar nichts verstanden. Er hat ihn aufgeschlitzt. Aber wie? Aber mit der R-Taste. Der kann sich teleportieren? Richtig. Der kann Distanz zurücklegen bei Bedarf. Jetzt haben wir nochmal die epische Replay. Jetzt achten Sie mal auf das Krokodil. Das hat Timing. Diesen Karni mit einem Schneider auseinandergeteilt. Schlitz. Oh, saftig. Das war lecker. Der hat den zu Spätzle gemacht. Ja, und den da oben auch. Zu so einer Spätzlesoße. Aber was mir da im Westen... Nee, da läuft sie. Im Westen kann er nicht so gut kochen wie Spandau. Naja. Muss man das einfach sagen. So, Zanzara, in wie viele Leute will man drin sein? Acht. Na, geht fast gar nicht. Das war der Support-Damage. Na, Argurin versucht jetzt so ein bisschen durchzudrehen. Oh, weia. Ja, das ist nicht schlimm, das ist Lilith. Lilith nimmt sein Gesicht, tut es da rein, damit es auch Argurin möglichst schlecht geht. Spezial hat ihn getötet. Das ist richtig. Na, Brücki macht hier gar nichts. Brücki ist völlig nutzlos. Smiley rennt da den Jungle hinterher. Der Argurin schön. Sofort hier gemacht. Tolkien jetzt mehr schön. Oder weniger alleine. Kalt, schneid ihn auf. Das war's. Schwöre es Sie. Ist quasi Schluss. Ich schwöre jetzt. Die rennen jetzt hier im Eimer durch. Bright verliert ein bisschen. Der hat noch die Stopwatch. Oh, wie jetzt aufregend. Gucken Sie doch mal. Nein. Ja, das war ärgerlich. Aber Smiley ist noch da. Smiley macht Damage. Smiley ist aber in dieser ekelhaften Ultimate. Na, das ist einfach disgusting. Dreht sich um. Wenn er jetzt umdreht, hat er gewonnen. Schieß. Da macht er auch der Laser aus Vorsicht. Schieß. Wie kann der denn? Zanzara lebt ja immer noch. Mechanically. Noe ist alleine noch zwei Autotakes. Besser. Zwei Angriffe. Er traut sich nicht ran. Er muss den Laser abwarten. Oh, der. Oh, das ist ein Stopwatch. Er ist tot. Guck mal, er kommt jetzt raus. Jetzt Schluss! Ja! Ist Schluss! So! Oh, ist da Schluss. Kommt schon der nächste! Nee. Oh, das zählt nicht! Brücki, 1000 Gold! Schöner Flash von Smiley! Brückmann! Das zählt aber nicht! Der Kampf Gigant! Der Kampf ging ja so lange, dass er schon wieder daneben ist! Ah, Mensch! Das wusste ich nicht! Sie sorgen aber auch für eine komische Erwartungshaltung! Ja, das ist vollkommen korrekt! Ja, aber das tut mir ja fast schon leid. Aber macht sie auch spannend. Das ist richtig. Machen sie schon gut. Das Problem ist, ich spanne mich dadurch selber. Deswegen ist doch dieser rote Strich da. Na, jetzt verstehe ich den langsam. Das sind die Fans von NNO, die noch halbwegs Spaß haben. Na, sobald hier irgendwas kommt, stellen Sie vor, Sie kaufen sich hier ein Ticket. Oh, stellen Sie vor, reisen hier an und müssen sich das geben als NNO. Alter, würde ich kotzen. Vor allen Dingen als Brücki. Würde ich umtauschen. Ich würde erst draufpullern und dann umtauschen. Ja. Nur so abwählen. Ja, bläh. Ja, hier bitte. So. Ja. Und dann schnell zum ESL-Shop. Ja. Und Eintracht Spandau-Merch-Shop. Mit einer Kappe. Die sind jetzt ja auch geschmiedet. Noch ein Drache. So, das war der letzte Drache. Das war der Drache, der übelst dicken Schild gibt. Ja? Ja. Der gucken vierte. Sie mal. Sehen Sie das? Ah, den vierten Drachen nennt man ja Seelendrache. Richtig. Und der gibt dann eine dauerhafte Verstärkung. Wie bei Dark Souls. Was ist das? Das ist ein Spiel mit Seelen. Das bringt mich jetzt durcheinander. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist ja Gaming. Ja, Gaming soll ja auch durcheinander bringen. Ja. Das ist richtig. So, Lilip. Lilip ist da, man versammelt sich in die Mitte, man nimmt die Super-Vasallen von der seitlichen Linie. Der ist schon wieder am Rollen. Er rollt mit seinen Westen. Er ist ein Rolling Stone. Ja, weil er Rolling so Girdle-Tier. Girdle-Deer. Ein Girdle-Deer. Ein Girdle-Deer. Ein Girdle-Deer. Richtig, weil Weihnachten... Girdle-Reh. Richtig. So, pass spannend, auf. Diese Sprachen. So. Jetzt müssen wir denken. Der Innenbiss wird down. Das bedeutet, jetzt haben wir tatsächlich die Super-Vasallen. Special schon mit einem sehr, sehr guten Flash. Und jetzt müssen wir nur noch auf Smiley achten. Smiley muss leben. Siehst du Smiley? Smiley ist immer noch da. Er flasht. Nein! Jetzt wurde er aber abgeholt. Das ist nicht gut. Da ist schon wieder meine Erwartungshaltung auch sonst wo. Na, aber Pride noch da. Man hat noch die Tanks. Man hat noch die Panzer. Und man hat noch Special. Oh, der macht ja alles. Das war's. Also jetzt sag ich. Dieser Zanzara. Die müssen jetzt nur noch den Turm da machen. Wenn der Turm da down ist, dann ist nur noch Brücki. Brückmann kann nicht. Der kann ja machen, das? Macht er keinen. Ja, das ist Tolkien. Guck mal, Tolkien rennt da rein, wird jetzt hier von Lilith nochmal zu Tode gestanden. Das war's. Brückmann, stirb. Man nimmt das ganze Team. It's over. Herr Knabe, Sie haben ein Team zusammengedraftet. Die ist ja Wahnsinn. Kreuz die Spree. Von Berlin aus JBD. Jawohl. Ja. Guck mal. Und das ist ja nur das erste Game. Klasse. Das war ja nur die Hälfte. Komm, man ist auch noch gediehen. Ja. Man muss ja wirklich dazu sagen, dass die Eintracht-Fans ja einfach hinnehmen, wie es ist. Ja. Da wurde einfach jemand vom Bolzplatz komplett rumgetreten. Die NNO-Fans, die... Wir sorgen dafür eine künstliche Atmosphäre. Ja. Toll, auch mit seiner Sonnenbrille. Ja, das ist ja eine sogenannte Porno. Jetzt stellen wir auf, der nimmt die ab. Was passiert dann? Ich darf nicht sagen. Oh. Ich weiß nicht, ob wir das sehen dürfen. Ich mag Sola, ne? Aber so. Sola hat ja auch so ein Team. Sola ist ja quasi alleine das Team. Wie nein?
Eigentlich wie ja. So, das war sehr stark. Also ich muss sagen, danke die Vor- von Ihnen auch. Ja, ich gebe mir Mühe. Ne? Aber Ihre Vorarbeit, holy shit. Na, das heißt, die komplette Auswahl, die getroffen worden ist, bezogen auf die Spieler. Alles gut, da hat... Oh. Ah, boah, das war ja, was für ein Banger, der redet über Sie, Herr Marco. Ja, das ist wirklich so, aber ich kann es trotzdem, nicht sehen. Wobei, der Blick in unser Endlich ist dahin lustig, ne? Guck mal in der Cam. So, egal. Oh ja. Also, Debüt. Ich höre zu. Debüt, müssen wir ganz ehrlich sagen, als ich die Pico-Mann-Phase gesehen habe, dachte ich zuerst, man will eine Show machen. Und wissen Sie was? Ja, aber dann trotzdem klasse Performance. Beides geschafft. Die Show und den Win. Zwei. Allein von dieses Gürteltier, fantastisch. Ja. Aber der spielt. Guck mal, die NNO-Fans gehen schon nach Hause. Ja, kann man ja verstehen. Ja, oder gehen auf Toilette. Im Hintergrund. Ja, das kann ich ja mal auch die gar gehen so nach zeigen. Hause. So, ja. Gucken Sie mal. Ah. Aber das hier das zum Beispiel. Das war ein toller. Das ist die Aufregung. Tolles Geschoss. Also normalerweise kann Carney tatsächlich die D-Taste auch benutzen oder F. Je nachdem, wie er flashen möchte. D. D wie Dresden. Dresden. Wenn er nicht aufgeht, ja dann Dresden. So. Löwenanteil zum Beispiel. Ah, kann sie auf. Ja, genau. Richtig. So. Jetzt aber der Faktor. Wie geht man jetzt an das nächste Spiel ran, wenn man schon ganz genau weiß, dass man ja hier NNO in den Boden ungespitzt reingerammt hat? Vor allen Dingen, was hat Bröcke gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr. Das ging hier rein, da raus. Wie bei Obelix, Wildschweine. Das ging nicht mal rein bei mir. Ja. Das flog direkt vorbei. Ach so. Ja, aber er hat. Aber was hat er gesagt? Er wollte irgendwie sagen, guck mal, ich zeig's euch. Ja. Was hat er gezeigt? Große Töne, nichts sehen. Er hat gezeigt, dass er mit seinen Statistiken beinahe Error erzeugen kann. Richtig, also noch schlimmer. Es war aber ja, glaube ich, 0-8-0 oder so. Ja, bei ja. Ein Kill hat er, glaube ich. So, wir haben ja noch Mucke. 4-0-4 wäre auch schlimm. 4-0-4 wäre nicht gut. So, wir nehmen jetzt hier die Mucke mit. Wir machen jetzt hier ein kurzes Päuschen. Wir gehen auf Toilette. Weil wir machen das ja immer zu zweit tatsächlich. Und dann sind wir gleich wieder da. Ich will Sie hier verraten. Ja, ich muss das sagen. Es sind ja nur du und Special seid ihr übrig geblieben, ne? Der Rest ist ja okay.
Und damit herzlich willkommen zurück hier zum Showmatch zwischen No Need Orga und Eintracht Spandau. Meiner Seite stehen immer noch Basti und Alanio. Mein Name ist Pixabis und wir haben hier gerade wirklich einen Banger gesehen. Es war komplett insane. Sansara war für mich bei der Roster-Reveal-Aktion von Eintracht Spandau. So. Ja, da wollen wir nicht zuhören bei den anderen. Herr Knabe. Ja. Sie sind ja einfach eine Maschine. Ein Felsen. Ein Berg des Wissens. Weil dieses Team, was da gebaut worden ist, ja, in Handarbeit. Ja. Und noch mit dem Hintergrund, dass ja das Trading-System in dieser... Also es ist ja so schattig. Shady. Das ganze Business. Alles. Die deutsche Szene. Ich war erstaunt. Das ist ja... Ich war ja für den Approach... dafür, dass wir in den E-Sport reingehen. Ja. Aber diese, also es ist schon so, dass man natürlich ein Business aufbauen kann und das funktioniert auch alles und ist toll. Aber hier und da muss ich sagen, es gibt Kleinigkeiten hinter den Kulissen, wo ich einfach merke, das ist nicht ganz koscher alles. Das ist eklig. Also allein diese Penta-Bande, haben Sie von der gehört? Was da wohl seit Jahren im Busche ist. Da wird mir speiübel, Herr Markus. Ja, ist wirklich so. Du, Maxi. Mir auch. Aber je mehr ich ja höre, desto schlechter wird mir. Ja, das für ist, alle, die neu eingeschaltet haben. Ich krieg's nur nicht auch so gut hin. Ich muss das mit dem Sie üben. Weil wenn jemand so viel Respekt ausstrahlt, da flutscht auch mal ein Sie raus. Wie ein Zäpfchen. Ah nee, das, bei mir geht das manchmal raus. Bei mir auch. Du musst immer helfen, das ist wirklich so. Ja. Ich mach mal dann. Aber wenn es drin bleibt, läuft's. Ich mache immer an der Wand mit meiner Frau, die hilft mir dann, ja, so einen Handstand. Das ist schlau. Dann durch die Schwerkraft flutscht das viel besser. Und kommt nicht wieder raus, das ist ja das Ding. Das bleibt drin. Ja, so wie so ein Zäpfchen Vulkan ja sonst. Sie können ja einen Spagat, habe ich gehört, im Stehen. Wer sagt das? Na, wegen dem Zäpfchen. Da geht das ja das auch besser. Das ist jetzt komplett albern, Herr Markov. Du, Maxim. Ja, es ist schwer. Es ist wirklich nicht einfach. Wir gucken ganz kurz hier nebenbei noch in die Replays rein. Ich weiß nicht, ob wir den Ton anmachen können, weil es eklig ist. Das kenne ich auch. Ja, ist eklig. So. Aber wir können tatsächlich wundervolle Bilder sehen. Oh, ja. Boah, ist das scheiße. So, ja, na Sie gut. Können doch hier, wir machen einfach unser eigenes Replay. Schauen Sie mal. Oh, das ist ja wie damals. Das ist der Ersatzhausmeister hier gerade vor der Kamera. Ja. Schauen Sie allein mal hier. Das ist halt schlau. Da kriege ich aber auch Flashbacks zu 2015. Gehen Sie mal da rein. Und dann mit Ton. Hier. Ja, dann suche ich ja was raus. Ja, ja. Ich bin ja auch Analyst. Wir können ja hier nochmal schauen, wie toll das Spiel war. Guck mal, also jetzt nochmal hier. Das hier, Solo. Ja, ich weiß gar nicht, ob das hier tatsächlich in dem Moment Solo Bolo war. Ganz oft. Für diejenigen, die aber das erste Spiel nicht gesehen haben, Massaker. Ja. Also, aber gegen Ende nochmal auch ein bisschen die Hand gereicht. Man hat gemerkt, unsere Jungs haben ein bisschen dann langsamer gemacht, weil ja, es zu eindeutig ja wurde. Du willst ja, dass die ja für das zweite Spiel auch antreten, ne? Und nicht heulen, oh, wir sind gar nicht zu sehen. Ja, ich, das war ja Schutzmaßnahme. Ja, Hallöchen. Hallöchen, wir sind da. Wir sind auch zu hören. Klasse. So, also 6-1. Ich spule mal die Story. Sind Sie krank? Nein, ich bin nur müde. Guck mal hier, verdoppelt basically. Nee. Na, es ist 13-2 auf einmal. Ja. So, das ist jetzt die 20. Minute. Und das war auch der Moment, wo man sieht, dass Pride erstens übel illegalen Schaden hat. Ne? Und zweitens war natürlich auch, wo das Voller Team Fall. Auch von 1 gemerkt hat, wir chillen jetzt ein bisschen. Ja. Wir müssen auch ein bisschen den halbwegs eine Chance geben. Dann, na, man sieht es schon, gab es die ein oder anderen kleinen Momente. Smiley-Maschine. Ja. Hier, das war der einzige Klasse. Tod. Richtiger Carry. Ne? Ja, furchtbar. Also furchtbar, ihn furchtbar unfair gegen so einen Rentner. Der wird in unserer kommenden Saison, ja, die ganz... Spulen Sie mal vor, man hört ja diese Asozialen. Ja, das ist eklig. Man wird in der kommenden... Also, oh, der ist auch doch asozial. Ja, ist schwierig. Er gibt sich Mühe. Ja. Doch. Oh, der ist schön. Ja, ja, ja. Starker Bully-Lane. Wir schauen uns das an. Hör mal zu. Die haben nach Sona gepickt gegen Ash Heimerdinger, was ein bisschen also risky ist. Ja. Das ist sehr volatile. Oder fast richtig hören. Und deswegen haben wir auch auf Botlane fokussiert und das hat auch sehr gut funktioniert. Eine Idee, was ihr im nächsten Game macht, oder macht ihr jetzt einfach, gut, wenn ihr eine 1-0 Lead habt, geht er erstmal rein und guckt und notfalls holen sie auf und dann macht er halt ein 2-1 am Ende? Ich habe honestly keine Ahnung, was unser Coaching-Staff jetzt für das Game vorhat. Vielleicht wird das auch ein For-Fun-Game oder so. Oha! Nein! Das ist falsch. Bleibt also gespannt, wird das jetzt das die absolute 2-0 Klatsche? Kommt NNO eventuell zurück? Guter Witz. Er ist immer gut für Witze. Ja, Frodo kann das richtig gut.
Frodo? Frodo auch. Ja, der ist auch aus Herr der Ringe. Das ist richtig. Das ist, Tolkien hat ihn quasi dazu angestiftet bei der Geburt. Aha, jetzt moderieren schon deren Leute hier. Ist schrecklich. Aber es liegt auch daran, dass Behaart mit Bart tatsächlich krank ist. Also und das bei einer neutralen Berichterstattung hier. Ja, Prime League ist doch neutral. Nee, hier nicht. Ja, nie. Haben Sie mal reingehört? Sobald es um die Eintracht geht, ziehen die über uns her. Wissen Sie noch, im Springsplit, ja, da haben die damals vor dem ersten Spiel Einschätzungen gegeben, ja, wie die Endtabelle aussehen, ja, wird. Wissen Sie, wo die uns alle eingerenkt haben? Unten. Ganz unten. Dumm. So viel zum Thema neutrale Sportübertragung. Und der Kernus. Den habe ich auf der Liste. Das ist wirklich, der ist wieder oben der auf der Liste. Bockverbot. Das ist wirklich so. Er war schon mal in beiden Box. Richtig, Doppelbock. Den, ja, in Hannover. Den mit den schlechten Spätzle. Mit den schlechten, milchigen Spätzle. Richtig. Oh, aber ich muss ja heute Abend auch noch essen dürfen. Ja, was anderes oder aber. Was ist, ja, aber falls die zuschauen, Herr Markov. Herr Maxim. Ja, sind ja ist wirklich schwer. Aber, oh, was ist das? Oh. Ja. Das ist ja unnütz. Aber wir haben ein bisschen Musik. Sie sind ja auch musikalisch. Ich mag tanzen. Oh, krass. Das traue ich mich. Ja, bitte. Da muss ich aber Musik hier. Ja, Musik, ich mach's lauter. Nee, ich kann nicht lauter machen. Oh, das sind aber sicke Moves. Das ist ja nicht schlecht. Und jetzt ein Backflip. Was ist das? Rückwärts springen. Maschine. Einfach ein Tier. Ja. Was kann er nicht? Ja. Aber dürfen wir in der Pause hier übertragen? Mache ich jetzt einfach. Gut. Das wäre ja die zweite Toilettenpause gewesen, aber ich musste ja schon. Musst du noch mal? Boah, ist das schwer. Keiner darf mich duzen, nicht mal die Frau. Oh, what the wow. Die nennt mich nur Präsident. Das ist so eine richtige Entscheidung tatsächlich. Na, Herr Präsident, Frühstück ist fertig. Klingt doch voll gut. Ja. Herr Präsident, ich liebe Sie. Ja. Oh. Herr Präsident, gut, das sag ich nicht. Aber, oh, die Bucke geht aber richtig ab, du. Jetzt tanzen Sie doch mal. Ich bin auch tatsächlich ein sehr, sehr guter Tänzer. Bei mir ist es noch und vor allen Dingen auch twerken. Das habe ich tatsächlich von TikTok gelernt. Er hat mich da jahrelang geschult drinne. Na, einer der besten, ich verstehe, Twerker, die es gibt. Oh shit, fast das Kabel abgerissen, aber nur fast. Na gut. So, ich möchte noch mal ein bisschen über das Team reden. Ja, sehr gern. Und das geht es ja auch heute. Richtig, weil wir haben ja gesehen, das ist ein shady Super-Business. Das ist disgusting und die Mucke ist auch schwierig und nach einer Zeit. Also ich möchte ja, mein Körper will Substanzen, die hier keiner braucht. Ausscheiden? Einnehmen. Ach so. Ausscheiden permanent, wenn ich NNO sehe. Das ist wirklich nicht gut. Du alte Flitzpiepe. Ich bin wirklich eine Flitzpiepe. Ich bin ja auch eine Flöte manchmal. Das ist wirklich so. Ja, aber das Ding ist, wir haben das Shady Business kurz erwähnt. Es ist eklig. Wann war so der Zeitraum, wo du gewusst hast? Ungewohnt. Das ist ein Team, das gewinnt hier gegen NNO 3-0. Wo war der so der Kicker? Naja, also ich muss sagen, die Neuverpflichtungen sind schon obere Spitzenklasse. Ja. Ne? Der eine kommt aus der LEC. Klar, auch wenn ich von der Liga nicht halte, also von den Strukturen, dennoch spielen da natürlich die Spitzensportler. Richtig. Und der Grinse, Smiley. Der einen das Lächeln ins Gesicht zaubert. Der aus dem Fahrstuhl. Der oh mein Gott, ja. Der Fahrstuhl-Smiley. Der ist natürlich hoch im Handel gewesen. Wie sagt man? Hoch im Kurs. Oh, krass. Bei vielen Teams. Oha. Wie hast du dich durchgesetzt? Na, der Kevin vor allem. Wie hat sich Kevin durchgesetzt? Erstaunlicherweise ist für uns, also das sportliche Budget ist weiterhin, ich sag mal, Durchschnitt. Durchschnitt. Ja. Ist ja okay. Weil wir wollen ja auch drumherum, dass alles toll ist. Ist auch toll. Gucken Sie mal hier. Und das hier kostet machen. Auch. Aber natürlich kostet das. Deswegen macht ja auch kein anderes Team was. Das ist richtig. Wobei die Big, da muss man ja, muss ich mal, nee. Die geben sich anders Mühe. Ja, der 8-Minuten-Blockbuster auf Twitter, mit Hin- und Hersprüngen. Ich kam gar nicht mit. Ja. Dieser Viji Chachi. Viji, oh, unaussprechlich. Wenn du den Stift in die Hand nimmst, kannst du auch gleich vergessen. So, aber wo war ich? Sie waren dabei zu erklären, wie krass das ist. Also, Sportbudget in Ordnung. Aber natürlich
kann man damit als normale Team-Orga Top-Spieler schwer mitlocken. Aber was tatsächlich die Spieler hingegen wirklich als sehr wertig erachten, ist die Infrastruktur. Und da sind wir Spitzenklasse. Ja. Besser als LEC. Nein. Wir haben doch. Oh. Wir haben erstklassige Wohnungen für die Spieler, die beieinander liegen, mit einer tollen Anknüpfung zum Büro. Nein. Wir haben ein doch hochklassiges Gaminghaus. Die meisten haben gar kein Gaminghaus. SK hat alles abgerissen. Wirklich? Abgerissen? Ja. War doch schon mal. Alles eingespart, damit die ihre dicken Budgets da die Spieler einkaufen können. Das ist das neue PSG. Schlimm. Der Prime League. Das ist ja eklig. Die Kataris. Ganz dreckig. So. Aber was Spieler wirklich... Also, wir haben tolle Infrastruktur, wir haben tolle Lebensräume für die Spieler, ein tolles Büro, neu gebaut, frisch, ganz frisch, hochmodern. Wir haben einen extra eigenen Koch für das Team. Wer ist der? Wie hieß der noch gleich? Da würde ich gern mal Spätzle haben von. Kommen Sie doch mal vorbei, du. Mach ich. Tim? Nee. Naja. Und wir haben einen Sport... Physio. Oh, für die können Hände. Alles. Also kann Sola Jahre reden. Die alles können kaputt. Jederzeit einen Termin buchen. Oh, wann sie wollen, so oft sie wollen, wie sie wollen. Dann ein Sportpsychologen. Wow. Der Top-Vereine auch berät. Stark. Ja, was weil das Mentale denn, im E-Sport. Was hat denn Eintracht Spandau nicht? Noch gehen Pokal. Der Pokal kommt ja noch, dauert ja auch. So, aber auch, und das zu guter Letzt, mit der wichtigste Punkt für die Spieler, die deswegen auch unter anderem zu uns kommen wollen. Oder dann, sag ich mal, sagen, na gut, dafür packe ich meine Sachen. Toll. Ja. Die Fanszene. Sie glauben gar nicht, wie besonders das für die Spieler ist. Was ist da? Das sind die Fans. Also das ist jetzt eine Kamera, aber... Ach so, Sie meinen... Ja. Und einen ganz tollen Präsidenten. Wie... Ja, hören Sie auf. Ja, doch, ist so. Wie wichtig das da wirklich für die Spieler ist, mal nicht hoch und dann... Wisst ihr, in Frankreich bei der Carmen, da viel Hype, wenn die gewinnen, aber wenn die verlieren, dann werden die alle beleidigt. Oh, doch. Die spinnen wohl. Und bei uns, mit dieser Kultur, mit dem regionalen Bezug, dass da die Fans durch die Altstadt ziehen und ihren Gesang da durch die Altstadt schmettern. Toll. Alles. Professionell natürlich. Wir sind Profis. Wir haben ein ordentliches Business von außen und kommen mit unseren Erfahrungswerten jetzt in dieses Business rein. Toll. Das merken sogar Spieler. Ich muss da immer an den ersten Split denken, mit dem 0-4-Start. Ja, da wurde, da hat die, da die Community mental die Leute zusammengehalten, weil es ist nicht leicht zu verlieren. Gerade nicht in League of Legends. Und die Community ist auch sehr ausdauernd. Ich stelle mir das schwierig vor. Immer mal wieder, ja, jetzt mache ich nochmal, schreibe ich nochmal was, geil, ihr seid geil, nochmal. Ja. Weil irgendwann denkst du ja, habe ich jetzt schon 1000 Mal hier gesagt. Ja. Aber wenn man da am Ball bleibt, du weißt gar nicht, was das ausmacht. Nee, weiß ich auch gar nicht. Das ist phänomenal. Das spiegeln die mir die ganze Zeit. Dann werden die mitgenommen nach Paris in so einem tollen Bus. Das der steht hier hoch. Das hat man nirgendwo anders auf der Welt. Nee. So ist es. Das ist halt wirklich das so. Und das ist das Party. Tolle. Richtig. Time of their life. Ja, it is. Ja. Ja. Wollen wir mal Ping und Bang gucken? Ja, sehr gern. Also, ich mache jetzt hier nochmal Ton an, habe aber Angst, dass es räudig wird. Dann reden die. Die ist nicht mehr drin und das war ein Kief. Na gut. Also. Wir versuchen das jetzt ordentlich zu machen, weil da drüben kann man ja keinen Cleanfeed erwarten. Wir sehen jetzt schon anhand der Band. Lilip, zu gut. Heimerdonger gebannt. Ah, links ist jetzt NNO. Ja. Wir haben jetzt, ja, müssen tauschen, ne? Weil es war aber nicht mehr ertragbar. Wir haben jetzt wieder den Affen dabei und wisst ihr, was Pride hat? Wer hat das Tier, das Reh, die Lilia, war gebannt. Ah, die wird doch im Dschungel gespielt. Die ist ein Tier, oder? Die lebt auch im Tierland. Also ja, im Wald. Reh, Tier. Dierland. Gürteltier. Oh, ah, das ist nicht schlecht. So wie vorhin. Ja, aber hat aber tatsächlich eine überragende Leistung gebracht, Kaiser. Ne? Das heißt, man hat jetzt ordentlich Damage die am Start. Ist Kaiser. Die ist der Kaiser. Aber mit A. Deswegen weiblich. Ah. Ja. Verstehe. Ah, gut. Das ist Smiley. Toll. Ah, charismatischer Typ.
Er ist toll, aber ich muss, wenn ich die untere Hälfte sehe, sehe ich zwei Dinge. Ich sehe ein bisschen Spaß. Ja. No Way sagt, ist eh verloren, lass ein Showmatch draus machen. Da freut er sich auch. Scheiß drauf, hat er gerade gesagt. Ja. Und er ist traurig. Er ist traurig, weil er denkt es nicht. Ja, heul doch. Ja, aber er hat jetzt Gangplank genommen. Gangplank spielt gut am Anfang shit. Und wir haben damit, weil der Anfang shit ist, hat man hier den Six dabei, weil Six kann das Spiel komischerweise verlangsamen. Ah. Der macht die Vasallen tot. Na, das geht sehr, sehr gut. Mundo wurde jetzt eingeloggt. Und dadurch, wenn der die Vasallen immer schnell... Wenn der die weghält. Dann kommen die gar nicht erst an den Turm ran. Ja. Und dann können die Gegner gar nicht den Turm einreißen. Richtig. Und so wird das Spiel verlangsamt. Genau. Spannend. Das heißt, so die 40. Minute, die wir natürlich bei den Leistungen von Eintracht nicht sehen werden, weil es so schnell vorbei ist, ja, da könnte No Way eine Gefahr sein. Hm. Ein bisschen. Ja, na, aber das ist Zanzara. Zanzara-Maschine. Ja. War wirklich sehr. Mit Ramos. Ramos ist sehr stumpf. Und das heißt, schwer. Und schwer. Er ist schwer, weil er so alt ist. Als der Champion. Kann sich ja nicht wehren, wenn er erstmal in einer schwierigen Situation ja, ist. Ja, wenn der weh drückt, macht er es so. Weiß ich, Lame. Dann hofft er aber auch, dass er angeschossen wird. Mundo. Ja. So, Mundo. Den kenne ich. Ja, aber der wurde aber verändert. Dr. Mundo. Ja, der kann jetzt immer einen Zauberspruch abfangen, der ihn betäuben würde. Nein. Der kommt und der sagt, nö, mach ich nicht. Oh, weia. Und dann schmeißt er so einen Koffer hin, dann kann man den einsammeln, dann wird er geheilt. Den haben wir. Sehr gut. Das ist gut. Der hält tatsächlich gut was aus. Und schon wieder, Special. Special ist so gut auf Set, hat man gebannt. Man reagiert auf das gegnerische Team, auf die Eintracht. Und es ist natürlich die richtige Entscheidung. Sie versuchen es. Die versuchen, die lassen ja da auch anders offen. Die wehren sich sinnlos gegen ihren Untergang. Diese Maden! Diese Kackmaden, ne, werden einfach nur zerstört werden. Ja, lacht Special. So, wir haben jetzt nochmal die Irelia raus. Wenn das ist okay, Skill gibt es da mehr oder weniger eh nicht wirklich zu holen. Man hat nämlich noch den Top-Laner auf der NNO-Seite verdeckt. Du hast Brügges Gesicht gesehen. Wie sah es aus? Der wurde zensiert. Brügge, Entschuldigung, ich meine Tolkien. Brügges muss man ja zensieren. Was ist so. Das für ein Name? Naja. Aha. Da ist er. Traurig. Er muss jetzt für Tolkien einloggen. Er zeigt gerade Reue. Reue strahlt er aus. Weiß ich nicht. Natürlich, der bereut das doch. Stellen Sie vor, Sie sitzen da. Kriegen so aufs Maul. Ich glaube, er ist so in seinem Hass gegen Eintracht. Versunken. Ja, hören Sie auf. Ja, ich kann doch... Ich glaube, das wird schon wieder. Weiß ich nicht. Was ist denn das für eine Kameraeinstellung da rechts? Was macht Kani denn da? So, jetzt ist er wieder da. Na, ja, der Unung ist gesucht. Hier, Koks durchgezogen. Oder was? Das kann sogar sein. Na, wissen wir das nicht. Das würde ich denen zutrauen. Na, das spielt er vielleicht besser. So, wir haben jetzt auf jeden Fall Atrox dabei. Aktuell habe ich mir sagen lassen, League of Legends wird durch ein Item kontrolliert. Das ist die Hydra. Die mit den Augen. Nee, Hals. Nee, Kopf. Und einer weg, kommt noch einer. Oder zwei. Ich verstehe sie nicht, Maxi. Ich verstehe doch die Hälfte auch nicht. Ne? Aber Heilung ist gerade ein Problem in dem Spiel, habe ich mir sagen lassen. Wir haben jetzt aber eine schöne... ja. Wow, Special spielt Ezreal Midlane. Das ist gar nicht so schlecht, weil No Way hat ja gar keine Reichweite. Der wird ja wahrscheinlich totgepokt, sagt man. Gestichelt. Zu Tode gestichelt. Ich frage mich, kann man mit diesem Doktor Solo Bolo machen? Oh, ist schwer. Ich sag mal so, es würde auch zählen, wenn da jemand vorbeikommt. Aber weißt du, was da richtig war? Zanzara ist ja klug. War er Top-Lane? Nee. Weil es dumm ist. Na, du gängst Top-Lane nicht. Wer sind die? Na, das heißt, er hat die richtige Spielentscheidung getroffen und in Bot-Lane gegangen. Das Problem ist, nimm noch eins. Naja, die Botlaner sind das Wichtigste. Das heißt, Toplane hat man Mundo genommen, damit man lebt. Es wird, also wenn Tolkien nicht komplett lost im Kopf ist, wird es kein Solo-Bolo geben. Was heißt lost? Lost heißt verloren. Die Serie. Die Serie. Und die Serie, wie lange ging die? Von RTL. Weiß ich gar nicht. Sat.1 könnte auch sein. Ja? Die ging ja, wie lange ging die? Hat nicht aufgehört. Hat nicht aufgehört. Und leider. Genau so ist Toplane. Es hört nicht auf. Ne? Und du bist die ganze Zeit alleine. Und Pride kann das ja. Weil Pride ist nicht alleine. Er hat sein Team. Ja, aber die kommen ja nie. Die kommen nicht, ne. Aber er kommt zum Team immer. Das macht dann er. Dann gibt Solo, das, Schnitzlei, dann gibt's Team-Bolo. Quadra. Ja, eine schöne Bolognese. Eine Bolognese, korrekt. Ja, ja. Dann gibt's Bolognese, wenn der joint. Das ist richtig. Wie der Engländer sagen würde. Wie richtig. Wir gehen in das Spiel rein mit Ton. Ah, oh, jetzt noch schön clean.
Wir müssen jetzt natürlich auf die Fans hören. Die Eintracht-Fans natürlich einfach auch bessere Menschen. Ne? Sie sind entspannt, feuern dann an, wenn es sein muss. Ja, jedes Mal, wenn ihr so ein NNO hört, kann man ja auch in den Zoo gehen. Reimt sich ja auch. NN-Zoo. Sie sagen es. Ja, es ist halt wahr. NN-Zoo, das hau ich raus. Ja, guck mal, die nehmen auch jedes Mal Wukong. NN-Zoo. So, also, wir haben einen Teleport. Wir haben noch einen Teleport, wir haben noch einen Teleport. Also man muss dazu sagen, NNO möchte wirklich nichts mit dem Spiel zu tun. Oh, Entschuldigung. Möchte nichts mit dem. Sie haben aber ein tolles Telefon. Ja, ja, für den Chat. Leute. Sehr schön. Wir haben fast die Hand gebrochen an dem Ding. Wir müssen singen, wir müssen singen. Wo die Havel kreuzt die Spree. Von Berlin aus JBD. Wo die Zitadelle rockt. Und die Eintracht uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Und Rinn. So. Wir sind rot. Wir sind blut. Rot. Blut. Rot wieder. Oh, rot wie Kani ist gleich tot. Kani West. Kani, auch schwierig. Ne? Sollte man einfach nicht mal anschauen, den Mann. Ja. Ne? Und den auch wirklich. Nicht. Der ist wirklich so. Das ist einfach disgusting. Aber Smiley ist unser Mensch. Der hier, seht ihr das, mit der Kaiser arbeitet. Kani verliert hier ordentlich Leben, Brügi, und das ist aber das Schlimme. Wenn der Level 3 wird, wird die Botlane sehr uninteressant. Das ist leider mit Absicht so. Ja, weil Brügi möchte natürlich auch nach der Schmach vom ersten Spiel von sich ablenken. Ach, der spielt diesen Bombermann. Das war so ein komischer Bienenmann jetzt. Ja, das verstehe ich. Das schmeißt du mit Honig. Das ist für mich als jemand, der jetzt nicht so oft hier... Also ich spiele auch selber nicht. Ja, sie waren aber eine Legende. Du warst eine Legende. Ike? Ja. Ich habe das noch nie gespielt. Oder der verwechselt. Nee, sie verwechseln mich. Ah, das war... Sie sehen ja so gut aus. Nee, aber dann sehen die auch noch immer andere Varianten. Haben die dann andere Fähigkeiten, wenn die anders aussehen, obwohl sie die gleichen sind? Ich schnall das nicht. Nee, da kann man einfach Geld bezahlen, dann sieht man anders aus, wie im richtigen Leben. Ja. Jo. Ja. Prothesen. Ja. Unter anderem, genau. Ich gehe einfach schön in irgendeinen schönen Laden und hole mir erstmal eine Prothese. Weil mein Arm so scheiße aussieht. Ja, geht ja. Aber hier ist das ein bisschen anders. Hier ist wär mehr wie so ein Pullover. Oh, Lowe tot! Ah, bei Special einfach ein Tears! Solo, der lacht doch selber! Ja. Ja, kann man verstehen. Deswegen holt man den in Verein. Ja. Und dann bleibt er. Dann bleibt er bei Weil Pride, wegen solchen Qualitäten. Ist. Ja, und Toplane wird jetzt wahrscheinlich auch noch einen Kill geholt. Er lockt ihn erstmal unter den Turm. Na, aber wir wollen ja da nicht hingucken. Pride wird er wahrscheinlich erstmal 10 Jahre unten chillen. Jetzt haben wir noch das Replay, die Wiederholung. Guck mal, wie er kassiert wird. Oh, das Klasse. Und dann den Auto-Attack geflasht. Klasse. Und außerhalb der Turmreichweite. Damit hat er das resettet. Alter, brutal. Das ist ja der Hammer. Vor allem, das war's jetzt. Das war's jetzt für die Lane da unten. Wussten Sie, dass Special auch mal LEC gespielt hat? Ja. Ja. Und der war da auch sehr gut, aber nimmt jetzt die ganze Erfahrung, den ganzen Skill auch und trägt ihn nach unten, muss er aber halt gegen den halbtoten Rentner antreten. Ja. Naja, gerecht ist es nicht, aber es ist eine gerechte Strafe. Ja. Er hat sich dafür entschieden. Was hat denn No Way alles gemacht? Was macht Zanzara da? Der Schnupperkurs? Steckt ja in den Skandal zu Zanzara macht Schnupperkurs. Da darf er auch. Hm. Ja, ein bisschen Schnuppern ist drin. No Way jetzt mit seinen komischen Explosivfässern. Ja, wieder daneben. Na, einfach schrecklich. So, Lilith geht hier spazieren, will normalerweise Kani so ein bisschen abfangen. Der ist da unten, siehst du das? Kani ist da unten. Das heißt, die werden sich jetzt da unten nicht. Da ist für Kani gar kein Platz. Na, oh, da ist er. Siehst du, er noch jetzt hoch, nimmt den Jungler in Beschuss, geht jetzt zu seinem Kollegen und jetzt kommt Kani dazu! Er hat ihn schon wieder gemacht! Na, aber die Reise klappt nicht, Mann, es ist ein 1-zu-1-Tausch. Das ist in Ordnung. Das passiert. Das war Absicht. Wer hat die Tötung bekommen? Die Tötung haben, das weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass Special 1 bekommen hat und bei den anderen gar nicht so wichtig. Wahrscheinlich der Support. Gucken Sie sich das an. Die Produktion muss das mal kurz einblenden. Alles reingedrückt. Auf jeder Linie. Oh, ja, die da wurde hoch, kurz, mal. Da wurde kurz hin und her gesappt. Also No Way kassiert hier des Todes die Minion Wave. Die ganze Wave, die Welle. Die ganze Wave. Die ganze Welle. Ja, die ist immer, ja, alles gut. Ja, kein Problem. Wir können jetzt ganz kurz gucken, wer den Kill gemacht hat. Im schlimmsten Fall war es Kani. Es war Agurin. Agurin. Also es ist... Agurin.
Gagarin vielleicht sogar. Vielleicht ist er ja auf dem Mond, wir wissen es nicht. Farmmäßig, Mitte, Katastrophe, No Way da komplett raus aus der ganzen Geschichte. Oh, ja. Pride lässt schon ein bisschen zurückfallen, muss aber auch dazu sagen, Pride muss weniger Gold für sein Fullbild zahlen. Oh, Lilip unterdessen wieder damit, also die machen halt No Way fertig. Der hat ja gar, also der wird der ja, hat ja gar keinen Flash der mehr, hat ja den gar keinen Spaß mehr an der Midlane. Oh, es reicht nicht. Und dafür bejubeln die den. Da wenn klatschen die. Da, wenn die nicht gekauft sind. Ja, es ist schlimm. Das wird, oh, wenn die nicht gekauft sind, dann wer dann? Ja, es ist auch einfach eklig, das zu hören. Es ist wirklich, diese ganzen Darsteller, die jetzt hier rumschreien müssen, sobald No Way mal nicht stirbt. Oh, schöner Flash von Lilip, ja. Erwarten wir das auch. Rücki, allein und auf, guck mal, wie er tankt. Alter, Lilip, einfach eine Maschine. Smiley wird die ganze Prime League dominieren. Der wird die Botlane durchrasieren. Alle Botlanes dieser Welt wird der rasieren. Ja, richtig, der Europapokal, ich kann ihn schon gemeinsam riechen in mit deiner Lilip Hand. Natürlich. Ja, Lilip macht ja alles. Aber alles ich meine nur, dass Smiley natürlich die ausführende Energie ist. Ja, die ausführende Kraft. Der eine bringt Lilip den Schaden. Unterstützt ihn. Richtig, genau. Der andere, er hält ihn quasi fest. Das ist wie auf dem Schulhof, basically. Ja. Ne? Das heißt, das machen sie wirklich nicht schlecht. No Way, ja, jetzt hat man eine Bombe getroffen. Ich bin jetzt schon verwundert, dass die Leute nicht klatschen. Ja. Da merkt man, dass zwar gekauft wurde, aber nicht gut instruiert. Naja, oder zu wenig, ne? Also das kann auch sein. Klatschen kostet halt mega viel. Ja, ja. Gerade wenn es so ein spambarer Spell ist. So, Smiley geht jetzt das 1 gegen 1 ein. Das ist ein bisschen riskant, weil Brücki... Nö. Oh, die Ult! Alter! Der macht jetzt beide. Kani kann nur zusehen, wie seine HP einfach runterfällt. Alter, was ist denn mit Smiley los? Ich werde rein. Ja, wahrscheinlich. Aber die Spieler wir, der Verein. Ja, genau. So. Pride, ja, die Kamera kann wieder runterfahren. Das ist zwar nett gemeint, die Produktion wartet ja auch auf den Solo-Bolo, aber der Pride ist ja gar nicht dazu da, um hier das zu machen. Smiley, der Fokus ist ja immer Botlane. Und Zanzara, hast du gesehen, dass Zanzara, wisst ihr, was der macht? Der ist ein Bauer, der hat gefarmt, der hat übel viel Kohle und der kommt ja hier noch dazu. Das ist unsere Bank. Guck mal, wie jetzt die Ult zack, nutzt, um wieder zu re-engagen. Das ist einfach abartig. So, jetzt sammelt er. Muss seine Passive einsammeln. Macht er nicht. Hat hier seine Ult genutzt. Oh, Zanzara geht sogar Toplane. Ja, das passiert. Die Leute freuen sich dann natürlich. Die Bowlingkugel auch ärgerlich daneben gegangen. Du musst natürlich auch counterpsychologisch arbeiten. Tolkien erst in eine Position bringen, wo der Stolz ihn umbringt. Hat aber gut funktioniert. Aber das ist ja... Das ist nicht Tolkien. Wir müssen ihm einen anderen Namen geben. Es ist Niklot. Niklot, wir drehen den Namen einfach um. Ja, das ist schlau. Das ist schlau. Ja. Das merkt man. Niklot. Na, der Niklot. Oh, das ging voll daneben. Na, Brücki leider einfach auf beiden Augen blind. Na, ist schwierig für ihn. Er ist auch wirklich alt. Er ist fast so alt wie ich tatsächlich. Na, und ich bin ja schon einer Mumie sehr ähnlich. So, wir haben jetzt hier Agurin. Der macht jetzt hier den Harald. Das passiert. Er ist vom Farm hinten. Das Wichtigste ist, das Special, das Tempo beibehält. Guck dir mal die Vasallen an. Siehst du das hier? Siehst du die Zahlen da? Das ist 20 mehr. Oh, so viel. Das ist doch schon viel. Mein Mikro geht gerade nicht. Doch, das geht. Guck. Nein. Doch. Mikro rechts. Da. Nein. Oh, das ist bewusstlos. Wie hast du das geschafft? Guck mal, ob das Kabel drin ist. Mach nochmal raus und rein. Da, hallo? Jetzt wieder drin. Jetzt geht's wieder. Aber du warst so ungestüm, weiß ich nicht. Hier war gemutet. Oh, das, nee, da nicht. Doch, da vielleicht auch. Oh, das kann sein. Teste ich auch mal. Seit wann denn? Oh, das kann ich nicht sagen. Seit wann war das so? Das Ding ist halt, liebe Spandauer. Ich habe ja quasi mit Absicht den Ton auch in diese Richtung gemacht. War das die ganze Zeit? Weiß Warum ich gar sagt nicht. Das niemand hier vor Ort? Ja, es ist schwierig. Müssen wir auch sofort mit 30 Minuten, das geht ja. Sehr, sehr kurz muted. Keine Minute. Sehr. Na, sehen Sie. Okay. Naja, hallo. Wie? Ich muss mir... Aber das ist ja doof, dass hier direkt so ein Knopf ist. Ja, bei dir ist das unten. Ja, am besten gar nicht anfassen. Nur am Kran. Nur am ja, oh, nicht zu tief. Siehst du? Das Touch. Das Touch. Hallo? Ja, doch, ich höre dich. Guck mal, ich höre dich über das... Oh, da, gut, dass ich einen Limiter drin habe. Gut. Na? No. Ah! Na, das ist für Pride schwierig. Er muss sich gegenheilen. Na, macht er auch sehr, sehr gut. Ja, riskiert ja auch. Na, er hat auch Teleport. Oder weiß er wie. Er darf sich jetzt prügeln, er portet jetzt zurück und hält dann den Turm. No? Das ist das Ding. Ich meine, jetzt hat Zanzara doch kurz vorbeigeschaut, nimmt jetzt hier den Drachen im Beschlag, aber weil die Botlane rasiert. Botlane, mein lieber Scholli, schauen Sie sich auch hier da unten die Zahlen. Es ist schlimm. Ich kann da gar nicht lange hingucken als Kommentator. Das ist schön. Weil der Abstand so pervers hoch ist. Na, Drache aber dank der Botlane, weil die so stark ist. Na, gemacht.
Und jetzt natürlich dann irgendwann der Blick Richtung Mitte. Wenn der Turm unten fällt, dann ist natürlich No Ways Turm im Beschlag, weil leider kann Genkling sehr gut Vasallen machen. Ja, der geht durch den Pass-Effekt. Na, das geht hier sehr, sehr gut. No Way, der riecht das. Na, ist ja auch ein sehr betörender direkt Duft. Den Schwanz eingezogen. Ja, muss er. Ja, ja, wie bei so einem räudigen Köter. Ja, die ziehen nur Schwänze ein. Guck mal, oh, aha. Agorin versucht jetzt die Flucht nach vorne, aber du kannst hier tatsächlich zwei Lichter kommen. Ein Autotank noch. Oh, die Passive. Oh, wie kann man so viel Glück haben? Das hat nichts mehr mit Skill zu tun. Das ist bitter. Das ist einfach lächerlich. Smiley denkt sich jetzt, ja, geh ich. Flash in einer Sekunde ab. Das war sehr ärgerlich. Da bin ich mir, die Leute schreien auch wieder nur rum. Aber jetzt kommt Santara. Herr Brückmann hat sich verkalkuliert. Die Bowling-Kugel ist da drin, Crit ist da. Was macht er? Die eigenen Spieler sabotieren hier Brücke. Was war denn das für ein Flash? Da ist aber... Was soll denn das? Das kann er, ja, zack, schön. Durchgedreht. Schön. Knappe Geschichte. Schön. Aber hat funktioniert. Naja, das läuft doch. Das läuft schon. Das läuft schon. Man merkt schon, die Jungs machen jetzt lange Leine. Ja, müssen sie auch. Ja, ist ja eine Show. Der Show, ne? Ja, richtig. Ja. Wir werden ja auch instruiert von uns. So, Agorin, dass sich ein Jungler tatsächlich ein Level unter dem ADC befindet, ist tatsächlich für meine Augen etwas sehr Schmerzhaftes. Wirklich? Ja, es ist schwierig. Warum? Na, weil das normalerweise nicht passiert. Normalerweise ist der Jungler zwei Level über dem AD-Carry. Ah, warum? Weil er super viel Erfahrung kriegt. Der muss sich den weil ja der alleine unterwegs ist. Ja, ja, der teilt sich das ja nicht mit dem Support. Na, oh no! Solo-Bolo. Ja. Schon wieder, jetzt kommen die anderen Idioten dazu. Zweite Solo-Bolo heute. Vor allem mit Mundo-Bolo. gegen A. Atrox. Detox. Betrox. Ja, wie denn nun? Nein, Niklotz. Niklotz. So, guck mal, was der hier macht. Siehst du Brücki? Den wirst du gleich nicht mehr sehen. Wollen wir runterzählen? Der wird, wie nennt man das nochmal? Der wird getaucht. Nee, dieses Manöver, wenn man vor dem Tower... Der wird geproxied. Ja. So, wie? Zantara hat auf jeden Fall sein Gesicht lange hinge... Oh, der Flash dafür! Jetzt ist er draußen. Der schläft. Und wacht in seine eigene Bombe auf und der killt schon wieder ein Smiley. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe alles und es ist wunderschön, was die Spieler hier machen. Ja, wir gewinnen. Es gibt einen Unterschied zwischen Gewinnen und kompletter... Ich dachte, Zantara hat sich in eine schlechte Situation gebracht. Mit Absicht. Manchmal bist du eine Art Lockvogel. Man sagt ein Bait. Ein Köder. Oh, ein Köder. Wie beim Angeln. Zack, ausgeworfen. Guck mal hier. Hier hat er ausgeworfen. Ja, erklären Sie. Er wirft jetzt den Köder. Er hat wenig Leben. Brücki weiß das. So. Verfehlt aber. Und jetzt wird er eingeschläfert. Für drei Sekunden. Und dafür muss er nah ran. Ja, dafür muss er sehr rennt nah ran. Er einfach aus der Atombombe. Ja, das bringt aber nichts. Er wollte seine Schläfrigkeit mit der Bombe countern. Geht aber nicht. So. Right, jetzt wieder alleine, kann eigentlich nicht rangezogen werden. Hier hat wieder Riot Games geschummelt. Der hat richtig Laune. Na, aber er ist ja super tanky. Guck mal, den kann keiner töten. Und Zantara ist wieder da. Ich würde da weggehen. Niklot kann froh sein, wenn er hier wegkommt. Brückmann, du wirst sterben. Er ist schon tot. Du wirst digital hingerichtet. Es ist einfach nur du grausam. Erfährst Gerechtigkeit. Ja. Warum lachst du? Weil es wahr ist. Ja. Ich lache aus. Das ist die schreckliche Wahrheit. Ja, aber auch schön. Auf eine gestörte Art und Weise schön. So, Lilith hat noch seine Ultimate. Kann da also noch ein bisschen stressen. Niklot, was macht Niklot da? Was macht er? Eingeschläfert. Aber dann doch gewonnen. Na gut. Ah, verdammt. Ja, aber war auch Toplaner gegen oh, was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Daumen hoch. Hammer. Mann, wie hell wir sind. So. Gekauft. Ja, die Leute sind alle gekauft. Ja, das ist auch schrecklich. Aber warum? Er steht oder die haben ein Mikrofon extra vor drei Leute gerichtet. Und dann? Gesagt. Immer eingefangen, richtig. Oh, der ist schon wieder tot. Na, keine Chance. Niklot, also komplett weggestöbert. Na, keine Chance für ihn hier an der Stelle. Es steht doch wieder 4-10. Das heißt, das Best of 3, nach wie vielen Games ist denn das vorbei? 3. 2. Ja. Außer, das Team sagt, wir machen noch jetzt. Guck mal, wie wenig Leben das war. Da würde ich aber schon wieder bei Riot Games anrufen. Das war halt wirklich knapp. Das kann man nicht mal als kalkulieren, bezeichnen. Kann der sich hochheilen? Oh, weia. Solo-Bolo. Q? Sitzt das Q? Er braucht das nicht mal. Das ist einfach insane. Das ist so cool. Das ist wirklich entspannt. So, Lilip in der Stopwatch kam dann nochmal raus. Und jetzt Smiley. Wir müssen auf sein Gesicht achten, weil er zertrümmert hier gerade Agorin. Der ist schon wieder der Crit. Ich wusste gar nicht, dass er critten darf. Der ist müde. Er Kani ist einfach müde, wie im Real Life. Die werden hier kaputt. Mein lieber Scholli. 4-12. Ach du Grüne. Leute, das ist ja hier quasi NNO-Spieler wie Deutschland bei der WM. Einfach destroyed.
Wir haben den gespielt. Ich habe die Scheiße nicht geguckt. Ich habe nur gesehen, ich habe nur den Bus gesehen, wie er fliegt. Wer guckt diese korrupte FIFA-Scheiße? Es ist einfach ekelhaft. Man hört ja nur Sachen und denkt sich, bah. Jeder Spieler, der da hinfährt, vor dem habe ich jeglichen Respekt verloren. Ja, brauchen wir gar nicht aufgebaut. Und dann die noch sind zum Fußballspielen da. Nein! Nein! Dann hätten die nicht diese hohen Summen in ihrem Check. Ja, eingetragen. Und das dann sind auch quasi gekommen. Auch Influencer. Ja, aber eklige. Die haben Strahlkraft. Die müssen ihre gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Richtig. So wie eins das hier macht. Guck so mal. Wie die Einspieler. 3 gegen 1, gegen 2, gegen Smiley. Der nimmt doch einen mit. Na, vielleicht doch. Ja, der hat jetzt so ein bisschen den Punkt rumgeschrien, als ob er das vertont hat, diese Code. Ja, vielleicht. Also es hat sich vielleicht für ihn so angefühlt, tatsächlich. Es gibt ja schon sehr viele Smiley-Fanboys und Fangirls. Das ist ja schon ein richtiger Club. Und wenn da in-game stirbt, was passiert dann? Hat man da eine Mitgliedschaft? Nee, natürlich nicht. Du kriegst sogar Geld. Dann join ich da. Dann join ich auch. Wie der Engländer sagen würde. Richtig. Fantastisch. Ja, da gibt's auch schön. So, was passiert denn hier? Oh. Oha, sofort der Kampf. Breit ist einfach 100 Leuten drin, juckt der nicht. Nö. Unzerstörbar. Guck mal, der warum regeneriert der so viel Leben? Weil er die R-Taste so tief reingedrückt hat, dass er seine ultimative Fähigkeit. Korrektus. Fantastisch. Na, das funktioniert bei ihm sehr gut. Die Passive hilft da auch mit. Na, Mundo kann nur ein was. Der kann nur heilen. Na, und das macht er auch sehr, sehr gut. Ja, aber hat er auch so ein Telefon. Siehst du das? Das ist so wie du. Wenn du auf Arbeit, so gehst du doch auch auf Arbeit. Ja, tatsächlich. Immer zufrieden. Koffer ja. In der Hand. Oh, was ist denn mit Lille bloß? Argurin nicht ganz am Brennen. Das knallt ja, noch nicht den da. Den schicken die nach Hause. Oh, was ist denn da passiert? Das war Tolkien. Tolkien hat sich wieder mit Special geprügelt. Das ist halt so eine Sache, die man machen aber wir kann. Machen den Drachen. Muss. Oh, machen den schön. Drachen. Schöner Damage. No way. Muss ich zurückziehen. Wir machen den Drachen. Das ist gut. Wertig. Vertikal. Worf. Worf ist auch so ein Lied von... Langsam bin ich drin. Das ist richtig. Ich stelle ja immer ein paar Rückfragen. Ich denke, für die Zuschauenden zu Hause ist das auch... Aber brauchst du eigentlich. Geht direkt weiter. Der hat einfach getötet. Naja. Der wurde engaged ja, und ja, wurde jetzt zerfetzt. Jetzt spielen die mit ihrem Essen. Werde ich heute Abend nochmal eine kleine Ansage machen müssen. Dann machst du vielleicht selber Spätzle mal. Du bist ja auch ein richtig guter Koch. Ja, Grünkohl-Eintopf. Kann ich gut. Wirklich? Ja. Ich habe immer einen Riesen-Eintopf vergessen. Aber vegan. Das ist gut. Mit schönen süßen Senf. Oh, guck mal, das ist aber auch scheiße. Was denn? Guck mal, Tolkien nutzt halt Flash in so einem normalen 1 gegen 1. Nee, finde ich nicht gut. So ein ehrenhafter Spieler macht das ja gar nicht. Jetzt versteckt er sich und dann ging das... Oh, hätte der aber getroffen. Hätte das Kuh getroffen, wäre das wirklich gut gewesen. Alles. Oh, das ist halt schlimm. Der mehr Glück als Verstand, ey. Ja, nur Glück. Es so, aber... Nicht Glück. Ja. Naja, doch. Ja, viel. Viel Glück auch. Scheiße. Ich bin Niklot viel Glück. Hier geht's immer weiter. Ich weiß gar nicht, sind wir in Replay oder sind wir drin? Also, das ist eine Wiederholung, weil jetzt wird nämlich hier... Na, jetzt wird Smiley wieder mal Kill belohnt. Er wird auch leider abgeholt, aber das passiert. Ja, aber hat er nicht sogar 2 geholt? Er hat 2 geholt. Er hat mittlerweile 7. 7-4. Der wird die ganze Saison... Man darf ja nicht gegen den Strich eigentlich rasieren. Nee. Weil das gibt ja Hautirritationen. Ja. Dann wachsen auch Haare ein. Oh, das ist unangenehm. Aber oh. Der macht das mit den Gegnern. Gegen den Strich rasieren. Wirklich. Mit einer Axt tatsächlich. Ja? Ja. Ja, wenn die scharf ist, warum nicht? Die ist immer scharf. So, Zanzara ist jetzt auch am Start. Wird No Way Drowsy sein. Das ist die Frau. Er ist tot! Wie ist das denn passiert? Special mit der unfassbar krassen Ultimate. Geht fast alles um. Trommelfeuer heißt das. Na, so wie die Spandauer Fans lostrommeln. Wo sind eigentlich die Trommeln? Ja, ey, darf man ja alles nicht immer mitbringen. Oh, nee, darf tragisch. Man gar nicht. Aber ein bisschen Solo-Bolo hast du Bock? Solo-Bolo? Na, die Frage ist, wer bolot und solot hier? Pride hat jetzt seine Ultimate wiedergefunden. Smiley ist auch dabei. Da sollte eigentlich genug Schaden da sein, um Tolkien hier mal in die... Ja, tot. Schon tot. Wer ist das denn? Der rennt ja mittlerweile runter, der Brückmann. Ist der blöd. Der ist Blödmann. Daniel Blödmann. Ja, ist schon gut, okay. Ja. 1,90 steht er. Das ist schrecklich. Ja, doch, ist auch wahr. Argurin schon tot, sein Klo wird der zweite Sohn. Weg mit der dummen Sau. 8-21, das ist ja schon wieder ein Stampf. Zur Seite. Das ist wirklich schrecklich. So. So, der Baron ist da. Da ist wieder so ein extra Pizzawurm. Den nehmen wir jetzt. Den nehmen wir, den geht man nicht wieder her. Pünktlich zur 20. Minute. Na, und No Way kann nur zuschauen. Guck mal. Der wird hier. Oh, Smiley. 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 Oh, Smiley. Ah.
Was ist das für eine Maschine? Jetzt nochmal geschildert, damit die Passive nicht tötet. Und den Baron oben drauf. Und Smiley zeigt, dass man vor dieser asozialen Gruppierung keinen Respekt haben sollte. Nein, niemals. Du musst dem Respekt da wegnehmen. Beibringen. Die müssen mal aber erfahren. Ich weiß nicht, wie kann man denn einem Affen Respekt beibringen? Einem Tier von einem Spieler. Der ist jetzt auch Affe. Ah nee, hier die NNO-Tiere da. Da lehnt NNO, sagt man ja. NNO. Aber ohne Eintritt. Oh, jetzt werden die nochmal angefeuert. Ja, das ist Quatsch. Da, Mensch. Also, das ist auch das Ding, die werden ja bezahlt und wissen nicht mal, wann das Kommando richtig kommt. Die haben wahrscheinlich das erste Mal, Was ist das denn? Das ist ein... Oh, da hat er Glück gehabt, dass der Koffer nicht getroffen hat. Das war actually close. Das ist immer richtig verprügelt auf dem Weg nach Hause. Ja, richtig. Ja, weil wohin denn auch? Man musste ja zurück teleportieren, so geht das eigentlich gar nicht. Na gut, Turm ist so gut wie down. Der nächste Drache in einer Minute, den wird sich natürlich die Eintracht ebenfalls schnappen. Und dann ist der Bums schon wieder durch. Da müssen wir ja fragen, ob da noch ein Spiel aus Spaß noch gemacht wird. Schwierig. Links Pride macht natürlich Solo-Sachen. Jetzt. Der kriegt ja gar keinen Schaden. Das sieht ein bisschen schmerzhaft hier aus, aber ich glaube, die sind alle drowsy! Vier Leute eingeschlafen. Einer davon schon gestorben. Pride ein bisschen spät, aber das ist nicht schlimm. Oh, Brückmann. Wo ist der Brückmann hin? Ja, der verbrennt. Der wurde einfach deleted. Na, Carney, der Einzige, der übrig ist. Die zaubern. Oh, der Flash. Die zaubern. Was ist denn Pride für ein Tier? Jetzt verkloppt der den. Guck mal, der telefoniert währenddessen. Aha. Alter, Wahnsinn. Ich kann einfach nicht fassen, was sie hier für ein Team zusammengebaut haben. Was ist denn NNO für ein Opferverein? Ich bin selber total überrascht, kann ich jetzt ja mal ehrlich sagen. Jetzt mal ein bisschen Ehrlichkeit. Ich habe gedacht, wir verlieren. Nein! Doch. Das ist doch Quatsch! Doch! Nein! Weil unsere Spieler spielen das allererste Mal zusammen. Also nicht nur offline, sondern generell. Die haben noch nie zusammen League of Legends gespielt. Ja! Sieht man aber tatsächlich nicht. Smiley und Lilip haben einmal Duty gemacht. Ja, NNO offensichtlich auch nur einmal. Na, aber der Nexus ist down! Ja, Eintracht! Aber ich muss... Oh, shit, sorry. Also, schöne Partie. Ja. Ja. Ja, da freut man sich aber auch. Guck mal, das sind Fans. Da steht kein Mikro. Nee, ja, richtig. Na, man hört die immer noch nichts, trotz des Wins. Guck mal, Smiley lächelt. Kann er nur lächeln. Verstehst ich meine, bei so einer Leistung. Guck mal, da lässt er sich nochmal feiern. Und der Trainer, N-Rated, auch da. Oh, der hat schon graue Haare bekommen, und nur vom Zuschauen. Und der und Shingen Hiro. Also, ich möchte aber hier an der Stelle auch sagen, ich finde es toll, dass die Jungs von der NNO hier angerückt sind und gemacht haben. Weil wir haben denen ja die Hand gereicht. Richtig. Ich habe sie herausgefordert. So, und ich hoffe, der kommt jetzt wieder zu, der Kevin. Kevin macht das gut, ne? Ich hoffe, der Brückmann ist jetzt nicht mehr Blödmann. Nö. Kommt zur Besinnung und macht mal einen Schlaumann. Ja. Und beim nächsten Mal sitzt er dann vielleicht hier. Daniel Schlaumann. Das wünschen wir uns alle. Das sind die Fans. Das seid ihr. Da drüben, ja. Ne? Richtig. Guck mal, wie klug die auch sind. Da weiß man auch ganz genau, dass... Oh. Weg damit. Ist ja wirklich disgusting. So, jetzt geht's mir viel besser. Wenn ich das nicht mehr sehen muss. Ja, also es war eine eindeutige Geschichte. Da kann man schon fast als NNO-Fan schon traurig. Ich bin froh, dass keine Tomaten oder Gurken oder sowas fliegen. Oder Avocados. Oder so eine Zwetschge. Moment. Ja, da ist ein Spielfehler. Guck mal, der geht schon. Der hat schon einen Rucksack gepackt. Ja. Er muss jetzt. Sehen die gar nicht. Wir sind so dumm. Brück ist gerade mit dem Rucksack ganz nah an der Kamera vorbei weggegangen. Und er hat ihn noch weggeschubst, den anderen. Das ist ja wirklich nur tragisch. Aber hier, da tolle zeigt Geste. Man Respekt. Tolle Geste. Der wurde mal die Hand gereicht. Aber Brückmann ist schon weg. Der ist schon gone. Der war der Erste, der raus ist. Aber ich meine, wenn du 0-10 gegangen bist und danach nochmal, da würde ich auch gehen. Ja, aber der Brückmann ist ja auch eigentlich nicht. Also, er ist ja auch gut. Er ist, für sein Alter ist er wahrscheinlich der Beste. Überraschend gut. Ja. Und ich habe jetzt auch mal recherchiert. Oder recherchieren lassen. Dann der hat ja unfassbar viele Trophäen zu Hause. Richtig. Das war aus der war wohl früher ein Spitzensportler. Richtig. Da waren noch tatsächlich Leute in Und in dem Alter, das ist so, als würde Ibrahimovic mit 50 noch mitmischen. Ja. Das ist ein guter Vergleich. Close. Das wäre so, also wenn Kahn golfen würde. Muss. Quasi. Und trifft dann auch. Also muss ich auch Respekt aussprechen. Boah. Irgendwie sind sie mir ja sympathisch, aber auch Schmutz. Auch Schmutz. Man ist auch froh, dass man denen eine Lektion erteilt. Und anscheinend haben die doch ein paar Fans. Also, ja, die sind auch sonst wären die ja schon gegangen. Guck mal, die Eintracht-Fans sagen sogar auch NNO. Ach, deswegen? So nett sind die. Deswegen sind die auch so laut. Aus Mitleid. Weil da sonst gar keiner was sagen würde.
Die Eintracht-Fans haben dafür gesorgt, jetzt dass die Buhrufe unterdrückt sind. Jetzt verstehe ich erst. Die haben die Hand. Oh, oh. Psst. 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 Vor allem erstmal noch einen großen Applaus für die Eintracht. Ja. Zu Recht auch. Step in Chat, Leute. Das kenne ich, das Emote. Verdient. Wirklich verdient. Auch, also wir machen einfach schön. Mal was. Wir probieren mal was aus. Oh, oh. Ich muss ja jetzt diese Frage stellen, ne? Wie war es für dich? Erstmal in dem Roster gespielt? Seid ihr stolz? Was hätte man besser machen können? Ja. Ich stelle jetzt diese Standardfrage, aber ihr sucht aus, wenn ich die Frage, okay? Ich werde jetzt mit dem Mikrofon so über die Jungs rübergehen und da, wo es am lautesten ist, da stelle ich die Frage. Ist das moderner? Okay. Vor allem, die verstehen ja nicht, was er sagt. Oh. Ich meine, er tut den Jungs wahrscheinlich gefallen. Okay, okay, okay. Ja, das ist komisch. Die verstehen ja gar nicht, was da abgeht. Die sprechen ja kein Deutsch. Oh, das, okay. Das waren besonders viele weibliche Fans hier in dem Moment. Pride ist da schon ein Magnet. Wir brauchen ein kleines Schlüssel. Ja. Wir brauchen ein ganz, ganz kleines Stechen. Wir verstehen ja gar nicht, was da abgeht. Das könnte unangenehm für diese. Und Lilip. Also nochmal. Wer möchte Lilip hören? Okay. Oh, Lilip schüttelt selber den Kopf. Die Bescheidenheit spießt es ihm raus. Es ist so ein Süßer. Ah. Pride darf er nochmal ran. Aber die Leute scheinen das zu gefallen. Ja, die wollen nicht alle hören. Ja, aber ist auch schwer. Die sind ja alle toll. Das ist ja so. Das ist die Logik in der Lore. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wer ist denn der Captain? Ich müssen die unter sich natürlich ausmachen. Den ernennt man ja nicht. Hat sich irgendwas verändert? Der wählt sich ja selbst. Aber ob es besonders stolz auf eine Einzelleistung war, Teamleistung ist ja weg. Ich weiß gar nicht, wie der da mit der Kapitän überrascht, wie wir kommunizieren. Ich denke, nach diesen beiden Games, ihren ersten Games zusammen, wird man jetzt heute Abend an der Bar. Und eben nicht miteinander gespielt hat. Da, wo man Kapitän ist. Also, ich habe noch nie mit Sansara zum Beispiel gespielt. Mit Lilith, er sagt es jetzt gerade nochmal. Aber also ich glaube, wir haben sehr klar kommuniziert. Natürlich waren die Games ein bisschen Stomps, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir machen es einfach alle so. Muss man so sagen. Personality-wise so. Und das ist sehr cool. Habt ihr. Das ist wirklich gestört. Das ist zum ersten Mal. Kann man mal klatschen, ne? Für so viel Host und das kann man auch mal klatschen. Naja, die Smiley gestern angereist. Plan, wie ihr kommuniziert? Also gibt es da Special heute so angereist. Etikette, wo ihr sagt, okay, also die Leute waren teilweise noch nicht in Deutschland, ne? Nee, wir sind tatsächlich komplett blind reingegangen. Und es war einfach completely natural so. Also wir haben. Also es war ein bisschen chaotisch ab und zu. Also auch wegen eurer hier, auf die Crowd, oder? Es wird sehr laut und auch wenn normal Voice kommt. Aber eben, das ist ziemlich normal, hier auf der Bühne zu spielen. Ja. Das gehört dazu, die Lautstärke. Naja, aber eigentlich brauchen die natürlich auch Headsets. Completely sold out. Hier spielen wir noch schwer. Die abgedämpft sind. As one of the English-speaking guys on the roster. Ich werde das jetzt einmal auf Englisch machen, dann übersetze ich es auf Deutsch. As one of the English-speaking guys on the roster. Ah, der kann ja Deutsch. Is the language barrier a thing for you? Ich habe jetzt mal gefragt, ist diese ganze Sprache, dass er aus Hobbing kommt? Pride spricht auch so eine Art Deutsch irgendwie mit so einem lustigen Akzent hinten dran. Ist das ein Problem? Well, not really, I think. I mean, everyone speaks very good English, right? Everyone grew up with playing video games. We have been speaking it for the last couple of years. And even though we have some German, I can understand some. I can speak a little. Oh, da it's like a macht no er sich klein. Whatsoever. Das ist die Spandauer Bescheidenheit. Der Sparkassenberater hat mir gesagt, er ist während der Busfahrt immer eingeschlafen. Und Special, und Special hat ihn in den Schlaf gezogen mit seiner vollen Stimme. Das ist so Deutschunterricht, aber irgendwie so auf das ganz, ganz weird, so frontal. Und der Breit, der spielt jetzt immer dieses andere Spiel auf. Rotata? Potato. Ja. Potato. Der ist da auch gut drin. Gibt's auch einen Streamer. Yo, yo. How much bullying was that? Das ist neu. Not that much. Der Streamer. Just casual Ramos gameplay, bro. Don't you feel bad for Brookie? No. No. Oh! It's like the Simpsons. Richtig. Aber der Ton ist weg. Stop hitting yourself. Stop hitting yourself. Yeah. That was you, basically. No, but it's just educated life. You just accepted. That's all. Oh! Der Schmerz. Der Ramos-Pick gegen Brocky, der quasi am Ende eigentlich nur noch mehr Damage an sich selbst gemacht hat, als an Sanzaras. Das stimmt. Das kann Ramos halt wirklich gut. Wie viel Bullying war das? Und die Antwort war, ja, das ist halt ganz normales Ramos-Gameplay. So, was willst du erwarten? Ich meine, irgendwann musst du es einfach akzeptieren. Irgendwann musst du einfach umfallen. Und irgendwann muss man vor allem auch akzeptieren, dass man mal eine Frage gestellt kriegt. Oh, Lilip, Lilip ist sehr bescheiden. Hat er schlau gemacht. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie er das Eis brechen will. Habt ihr eigentlich für jeden so einen Spruch? Ja? Habt ihr einen für Lilip? Ansonsten, dann, ihr denkt euch einen aus, ne? Denkt euch einfach einen aus, das meint ihr dann am besten auch. Oh, das ist nicht schlecht. Du bist ein bisschen aufgeregt vor dem Interview. Durchaus. Bist du auch ein bisschen aufgeregt vor der Runde oder war das eher so, nee, ist halt lol, so. Nö, ist halt lol. Schlafe ich, mein ganzes Tag nichts anderes.
Nee, also für League ist es eigentlich kompletter Alltag. Also ich gehe rein, spiele und gehe wieder weg. Wie war es jetzt für dich so? Klassiker. Klassiker. Wie war es für dich so auf LAN und vor allem natürlich auch vor wirklich großem Publikum, was laut war? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also man hat euch die ganze Zeit gehört und es hat einem so viel Hype gegeben und 10-mal mehr Spaß gemacht. Das haben wir nämlich anders wahrgenommen. Ha! 10-mal mehr Spaß gemacht. Ja, und vor allem, weil er die NNO-Fans. Haben ja das normalerweise Mike eigentlich nicht der die Fall. Die wurden ja die ganze Zeit angefeuert. Gibt man dann mal ein Gangaway. Nicht immer nur Nuring Kill. Ich finde hier, es war ein Showmatch, da kann man eventuell auch den Hype mal ein bisschen mit dem dementsprechend auch mal einen Applaus an euch. Und vielleicht, Smiley, last question going to you. How das are you going into Prime League with this roster and with this performance today? Ganz kurz, also wie geht er quasi, wie sieht er in die Zukunft, wie wird die Prime League weitergehen? Machen wir einfach so weiter oder wird es anstrengender als gegen NNO? Schön. Also das ist auch volles Haar. Ja, keine Geheimrat sehen. I won every league I played in. So I want to make sure that that happens in Prime League within the first year. So that is the main goal. Boom. And boom. Then I want to bring Prime League out in EU Masters and do well and stomp France. Oh. Ja, wichtig. Okay. That is my goal. Das ist gut. Big und Frank. Ich glaube ich nicht übersetzen. Also das Ziel ist klar. Alles abreißen, Frankreich besonders abreißen. Mir ist gerade klar geworden. Und wer jetzt nochmal abreißt, sind unsere Analysts und Caster drüben an den Decks. Also, Mir ist gerade nochmal klar geworden. Das war ja das erste Offline-Spiel der Eintracht mit Publikum. Ja. Und dann so eine Abschlachtung. Eine Zerstörung. Digital. Digitale Vernichtung. Nee, aber das ist ja dann auch Sporthistorie. Technisch gesehen ja. Vorm Split auch noch. Der Split kommt ja noch. Mit der. Also, das ist ja toll. Das ist wirklich gut. Boah, wie das dann erst sein muss bei einem Finale oder so. Ja. Wo es richtig um was geht auch. Ja. Ja, kann ich auch mal mit einem ordentlichen Gegner. Ja, das war ja mal gut. Best of three, zwei Games. Ja. Naja, ich würde jetzt eine Laugenbrezel mir schnappen. Ich nehme zwei wahrscheinlich. Und ich gehe pullern. Das kann ich richtig gut. Da gehen wir gemeinsam. Oh, finde ich gut. Du hältst und ich auch. Was denn? Den Schlag. Die Tür auf. Die Tür auf. Ah, ja, ich kenne das noch nicht, wie du das machst. Ich bring dir das bei, ich kann das mega gut. Gerne. Geil. So, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier verklagt werden. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hosten darüber vielleicht? Oder? Mach das mal, das kannst du doch hier an deinem Telefon. Ja. Oh, ich auch nicht. Ich bin nur ein Zuschauer. Das macht der Christian Baltes. Christian? Baltes. Christian! Na, der macht das jetzt. Wobei, hier, guck mal. Ah, ist hier nicht Login. Ist schwierig. Da bin ja ich. Da bist du. Guck mal, wie schön du bist. Vor allem hier oh, so. Ich muss mal... Ja, ist jetzt mit Delay. Guck mal, wie wenig Dings ist. Verzögerung. Sind schon schön. Na gut. Ja, also ich hoffe, der Christian macht das. Ja. Er ist ja auch immer wach. Na klar, der macht das immer. Richtig. Mach jetzt Ende da. Ich mach jetzt Ende. Tschüss.